Tja, liebe Fußballfreundinnen und Freunde und vor allen Dingen natürlich auch liebe Waldhof-Fans, wir haben uns heute hier eingefunden in einem neuen Fanshop auf dem Blanken in Mannheim, P716, glaube ich. 17. Es wurde ganz oft gefragt, auch schon vor längerer Zeit, ob da mal die Möglichkeit besteht, dass die Fans die Fragen stellen können oder ihre Fragen, die sie unter den Nägeln brennt, unserem Geschäftsführer, der SV Waldhof Mannheim GmbH, stellen zu können, beziehungsweise ob er sich nicht mal stellt den Fragen von den Fans, eben wie gesagt, was ihnen unter den Nägeln brennt. Und heute kommt es endlich dazu. Also an meiner linken Seite darf ich erstmal ganz herzlich begrüßen Markus Komp. Schön, dass es geklappt hat und schön, dass du da bist, Markus. Ein paar Eckdaten zu dir. Markus Komp, 38 Jahre alt, gebürtig aus Schwäbisch Hall, wie schon gesagt, Geschäftsführer der SV Waldhof Mannheim GmbH und seit August 2016 bei unserem SV Waldhof Mannheim. Erstmal nochmal herzlich willkommen, Markus. Dankeschön. Vielen Dank, dann würde ich sagen, wir stoßen erstmal an. Ich hab uns einen ISO-Drink eingeschenkt, dass wir die Fragen jetzt auch gut überstehen, dass wir fit genug sind. Ja. Dass die Fragen du gut überstehst. Wunderbar, zum Wohl. Sehr lecker. Kann man auch kalt trinken, das Getränk. Gut, also viele Fans haben dir also Fragen gestellt über verschiedene, einmal per E-Mail oder Social Media, Facebook und so weiter. Wir haben die bekommen, ich habe die also auch dann bekommen und so ein bisschen zusammengefasst. Ich darf dich bitten, das Ganze dann von den Antworten her relativ kurz zu fassen. Ja, es sind auch Fragen mit dabei, was alles betrifft. Ich würde sagen, wir starten das Ganze erstmal, was bei dir so ein bisschen das Persönliche betrifft. Ja, dann starten wir auch mit der ersten Frage. Hat der BVB Dortmund schon bei dir angeklopft? Ja, eine gute Frage. Also ich habe im Vorfeld auch gesagt, ich will alle Fragen zulassen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen eine lustige Frage vielleicht für den einen oder anderen. Das war ja in der Sportbild groß drin gestanden, dass ich eine Ausstiegsklausel für den BVB habe. Das Ganze ist einfach ein lustiger Hintergrund, weil Bernd Beetz kennt den Herr Watzke persönlich. Und er hat dann gesagt, wenn der BVB anruft, dann kannst du da gerne hingehen und den Watzke ablösen. Das war eher so ein Witz, dass es dann natürlich in der Sportbild nachher landet, ist meiner Meinung nach das hat man eigentlich hinterfragen, wie das Ganze in die Sportbild kommt. Der Vertrag war 1:1 den Vertrag, den ich eben zu Hause hatte und auch auf meinem Laptop hatte und ansonsten nur noch der DFB im Rahmen der Lizenzierung. Ansonsten hatte den keiner und das Ganze wird gerichtlich geprüft noch, wie der Vertrag dann eben zur Sportbild kam. Aber das ist eigentlich die Frage, die mich interessiert. Ja, also ich habe beim Waldhof jetzt 5 Jahre hinter mir und wir haben noch einiges vor. Wir haben ja auch vor ein paar Wochen hier bei der Fanshop-Eröffnung verkündet, dass wir noch die zweite Liga angreifen wollen. Und es kommen noch einige Fragen, Markus. Okay. Alles gut. Dankeschön. Manchmal muss man auch gleich ausbremsen. So, dann kommen wir auch gleich zur zweiten Frage. Wie gesagt, das ist erstmal das Persönliche. Ja, wurde gestellt von einem Fan. Herr Komp, wann treten Sie zurück? Gute Fragen zum Start. Ich bin immer sehr straight in meinem Handeln und für mich ging es bislang, jetzt mache ich 12, 13 Jahre Fußball hauptberuflich, ging es nie darum, dass ich jetzt irgendwie in meiner Vita nach vorne komme und mich da irgendwie erfolgreich darstelle, sondern für mich geht es immer in erster Linie um den Verein, weil ich weiß, wenn der Verein gut durch die Zeit kommt und erfolgreich ist, dann wird irgendwann, wird man dann auch dafür gelobt, was man getan hat. Ja. Und sobald ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr die notwendigen Impulse dem SV Waldhof Mannheim in Gänze geben kann, das war in der Vergangenheit bei Bayreuth so, habe ich gemerkt, wir sind jetzt an einem Level angekommen, wo, glaube ich, frischer Wind notwendig ist. Das war dort mehr so ein Sanierungsfall eigentlich, wo wir einige Schulden hatten und wo es dann natürlich auch notwendig ist, mal ein bisschen, wie man so schön sagt, feucht durchzuwischen. Und dann der Aufbau dann, wenn man vorher feucht durchgewischt hat, ist natürlich schwierig. Da habe ich in Bayreuth meine Konsequenzen gezogen. In Reden, wo ich war in der Regionalliga, habe ich auch gemerkt, da ist vielleicht auch ein Umbruch notwendig. Nach 4 erfolgreichen Jahren und 2 DFB-Pokal-Teilnahmen braucht es da vielleicht auch ein bisschen frischer Wind. Und in Rostock habe ich privat, aus privaten Gründen, eine Reißleine gezogen. Obwohl es sehr, sehr erfolgreich war eigentlich die Zeit, wo ich dann dort war. Und das Gleiche werde ich beim Waldhof dann auch tun. Also ich kann dem Fragenden einfach versprechen, dass sobald ich merke,
dass ich nicht mehr der Richtige bin für den Waldhof, dann werde ich nicht zurücktreten, sondern dann werde ich um die Auflösung meines Vertrages bitten oder werde den Vertrag nicht mehr verlängern, wie auch immer dann die Zeit ist. Okay. Wie viel Prozent deines Lebens besteht aus dem SV Waldhof? Über mich wurde mal gesagt, ich weiß gar nicht bei welchem Verein, dass ich abends mit dem Laptop auf dem Schoß einschlafe und morgens mit dem Handy in der Hand aufwache. Ich habe inzwischen zum Glück, das war auch eine Entscheidung bewusst nach dem Uerdingen-Spiel, inzwischen ein sensationelles Team hinter mir. Also das Backoffice sozusagen, das funktioniert astrein und das ist wirklich, kann man nur loben, wie man hier auch sieht in der wunderschönen Waldhofwelt. Deswegen ist es nicht mehr so, dass ich jetzt wirklich 24 Stunden die ganze Zeit arbeite, exzessiv für den Waldhof, wie das vielleicht noch vor 3 Jahren der Fall war. Aber im Kopf ist man eigentlich ja, immer noch 24 Stunden für den Waldhof dabei und denkt immer über Situationen nach, auch wenn man dann mal zu Hause vielleicht eine halbe Stunde Zeit hat, eigentlich abzuschalten. Ja. Dann passt auch ganz gut die andere Frage. Oder die nächste Frage, was machen Sie, um mal durchzuatmen und Abstand von Ihrem echten, verrückten Pensum zu gewinnen? Also ich habe einen Hund zu Hause, ich habe einen Siberian Husky. Die Dame ist jetzt schon über 13 Jahre alt, die ist jetzt nicht mehr so agil, wie sie noch vor ein paar Jahren war. Aber einfach Zeit zu verbringen mit meinem Hund und mit meiner Partnerin und mit meiner Familie, das ist inzwischen. Ich war ja viel in Deutschland unterwegs und bin jetzt nah an der Heimat, sodass ich auch meine Mutter mal besuchen kann und mit der einfach einen Kaffee trinke. Inzwischen ist das eigentlich, sind das so die Momente, wo ich dann abschalten kann, mal den Grill anschmeißen. Und ja. Finde ich gut. und dann findet man schon die Möglichkeit abzuschalten. Es gibt jetzt nichts so Konkretes, wo ich sage, ich gehe jetzt irgendwie eine Woche Snowboard fahren oder irgendwas, ja. Okay, zur nächsten Frage. Wie viele Akquisegespräche hast du, seit du hier bist, geführt? Der die Frage gestellt hat, schätzt 4-stellig, aber die wollten vielleicht so ungefähr ein bisschen wissen. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gezählt. Ich habe einmal, als wir umgestellt haben, auf also Digitalisierung vorangetrieben haben, auf ein neues System, E-Mail-Programm und so weiter, also Office 365, da habe ich mal geschaut, da waren es in einem halben Jahr, wo ich dann schauen konnte, waren es am Tag, ich glaube 127 Mails, die ich verschickt habe und über 130, 40 Mails, die ich bekommen habe. Das war damals, ich habe schon ewig nicht mehr geschaut, wie es jetzt das Pensum ist und ich weiß auch nicht, mit wie vielen Sponsoren ich gesprochen habe. Ich habe es am Anfang, habe ich es im Endeffekt alleine dann irgendwann auch mit einem Praktikanten, mit Björn Asmus, der dann nach Hoffenheim gegangen ist, gemacht. Und ich weiß, im ersten Monat, als ich hier war, da waren es im ersten Monat über 4000 Kilometer, die ich da abgespult habe. Das weiß ich deswegen, weil ich das Auto von meinem Vater damals noch genutzt habe, weil ich noch kein Auto hier im Verein hatte und aus Rostock keins mitbringen konnte. Das weiß ich noch, aber ansonsten keine Ahnung. Also 4-stellig kann schon sein. Ja. Respekt. Die nächste Frage. Glauben Sie daran, irgendwann Geschäftsführer eines Bundesligisten zu sein? Weiß ich nicht. Kann man nicht im Vorfeld sagen. Im Grunde habe ich nie, also ich habe Fußball nicht angefangen deswegen, um irgendwann mal in der ersten Bundesliga oder in der Champions League als Geschäftsführer tätig zu sein, sondern mein Antrieb war immer irgendwie bei was mitzuwirken, was viele Leute beschäftigt. So. Und das ist beim, ich habe es letzten mit Bernd auch drüber gehabt, im Endeffekt ist das egal, ob man da beim Bundesligisten ist oder in der Kreisklasse, sondern dieser Kosmos, den man dann als Verein hat, der reicht schon aus als Antrieb. Also wenn ich erfolgreich bin in der Kreisliga, dann ist das wahrscheinlich emotional genauso schön, wie wenn ich jetzt in der ersten Bundesliga deutscher Meister werde. Ja, und das eine ist natürlich mit mehr Öffentlichkeit und mit mehr Außenwirkung verbunden, was einerseits positiv sein kann, aber andererseits auch negativ. Deswegen heute, 12, 13 Jahre später, kann ich die Frage, ob ich jetzt wirklich so Lust hätte, dann auch auf erste Bundesliga, noch gar nicht final beantworten. Das kommt dann ganz drauf an, wie die Situation ist und ob es die Zeit dafür reif ist, das da einfach zu machen oder eben auch nicht. Okay, dann haben wir eine Frage, was mich auch richtig interessiert. Hand aufs Herz, wie viel geiler ist Waldhof Mannheim gegenüber Hansa Rostock? Also Waldhof Mannheim ist schon sehr, sehr geil. Also ich habe so viele Momente jetzt in den 5 Jahren schon erlebt, wo ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, da kommt mir die Gänsehaut. Also das ist, Waldhof Mannheim ist einfach ein Verein,
der ist sensationell und der gehört in den Profifußball, der gehört auch nicht in die dritte Liga auf Dauer. Der muss in die zweite Liga und muss in der zweiten Liga auch mitspielen auf Dauer. Erste Liga ist vom Messen davon zu träumen, das ist utopisch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Da können wir vielleicht in ein paar Jahren dann drüber sprechen. Ich halte auch nichts davon, jetzt Vereine zu vergleichen. Also Hansa Rostock ist auch ein sensationell guter Verein. Ja. Also was die Fans dort abreißen jedes Wochenende. Und wir waren mit Rostock beim Sonnenhof, da waren tausende Fans bei Kälte, oberkörperfrei, haben wir gegen den Abstieg gespielt und die haben uns da irgendwie zum Sieg gepusht und wir wussten, wir schaffen das. Also das ist, jeder Verein hat irgendwie was, ja. Und aber der Waldhof ist natürlich jetzt seit 5 Jahren mein Leben und ja, einfach geil. Also mittlerweile dann auch im Herzen, ja, ist dann die Raute drin, ja. Das ist normal, das ist okay. Logisch. Gut, so viel erstmal zum Persönlichen, ja. Jetzt gehen wir so ein bisschen ans Eingemachte, was dann so das auch das Stadion betrifft und Organisation. Habe ich auch gleich die nächste Frage. Das Catering muss besser funktionieren. Warum wird da nicht richtig investiert? Man hat dort Eisbaum als Premium-Partner. Wie sieht es dahingehend aus mit der Stadionbezahlkarte, was vieles erleichtern würde? Ja, also wir haben sehr, sehr viel investiert. Also ich glaube, wenn man jetzt das Stadion vergleicht mit vor 3-4 Jahren, dann ist das ein kleines Dorf, habe ich es letztens genannt. Da stehen sehr, sehr viele Hütten. Da bin ich auch sehr dankbar, dass wir das in Eigenregie eigentlich gebaut haben dort. Also nicht irgendwo eingekauft, sondern wirklich, das haben die Jungs dort selber gezimmert. Also das sind wirkliche Zimmermänner. Wir haben investiert. Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder mal Probleme mit dem Caterer oder mit dem Catering. Hatten vorher auch ein externer Caterer. Das hat dann alles nicht so ganz gut funktioniert. Auch wirtschaftlich war das nicht lohnenswert, sagen wir mal so. Wir hatten, als ich angefangen habe, hier 70.000 Euro Einnahmen. Inzwischen gehen wir in 7-stellige, wenn es normal läuft, mit normalen Kapazitätauslastungen. Also diese Investitionen, die wir da getätigt haben, die lohnen sich auch. Mein Ansatz ist, wenn ich 1 Euro zur Verfügung habe, 50 Cent in die Mannschaft, 50 Cent in etwas, wo ich wieder 2 Euro verdienen kann. Und das haben wir im Endeffekt die letzten Monate und Jahre im Catering auch gemacht, dass da nicht alles reibungslos abläuft. Hat jetzt aktuell gerade den Hintergrund, dass die Mitarbeiter, die wir natürlich eingearbeitet haben, auch in der Vergangenheit, jetzt während Corona natürlich nicht drauf gewartet haben, wann das Spiel wieder losgeht. Wir hatten vor Corona 133 Mitarbeiter und einige daraus dann eben punktuell zum Spiel im Catering. Teilweise sind die im Urlaub, teilweise haben die natürlich jetzt einen anderen Job angenommen, weil die natürlich auch Geld verdienen müssen. Und dementsprechend dauert das jetzt wahrscheinlich auch nochmal so 1-2 Spiele, bis die Leute, die jetzt neu da sind, da auch eingearbeitet sind. Und bei über 500 Personen am Spieltag, die da arbeiten, ist es normal, dass dann nicht bei jedem immer alles rund läuft. Und das ist beim Catering oder beim Ordnungsdienst ebenso der Fall. Wird plausibel. Nächste Frage. Gescheites Bier gibt es nun ja jetzt im Stadion. Wann ist auch der Ausschank für Cola und Fanta auf einem ähnlichen Level? Die Getränke sind warm und abgestanden, meist bereits ohne Kohlensäure. Ja, also wir hatten ja so ein Tasting, wo man dann auswählen konnte, also Blind Tasting, wo man glaube so 50 Fans da hatten, die dann eben die Bratwurst, die Feuerwurst, das Cola und die Fanta und so weiter testen konnten. Und Hassia, da sind wir sehr, sehr dankbar über den Partner, das ist ein großer Partner deutschlandweit. Wir hatten ja vorher mit Odenwaldquelle auch einen guten Partner und mit Coca-Cola dann direkt. Aber jetzt mit Hassia sind wir sehr, sehr glücklich und also das kommt dann eben auch mal vor, wie gesagt, wenn wir 12.000 Leute im Stadion haben, dass dann halt vielleicht mal ein Cola etwas abgestanden ist, weil die Leute müssen natürlich auch vorzapfen, dass sie dann innerhalb von den 15 Minuten auch im Optimalfall 12.000 Leute versorgen können, dann kann das natürlich mal passieren, dass es ein bisschen warm ist, wenn die Temperaturen auch dementsprechend sind und da bitte ich einfach um Verständnis, ja, das ist Fußball, da gehört dann vielleicht auch mal dazu, dass man dann Auge zudrückt, wenn die Cola dann nicht mehr so viel Kohlensäure hat. Aber wir sind mit dem Partner Pitzel und Vita Cola von Hassia sind wir sehr glücklich, dass die Partnerschaft da weitergeht. Okay. Nächste Frage. Ist es möglich, dass vor den Blöcken ein paar Bierzeltgarnituren aufgestellt werden können vor den Spielen? Vor den Blöcken, ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Also wir haben das Problem, dass das Stadion eigentlich falsch konzipiert wurde. Das Catering sollte eigentlich in einem Innenring, also unter den Tribünen stattfinden. Das wurde dann wegen Brandschutzthemen irgendwann auch mal verboten. Man hat dann auf dem Außenring ausweichen müssen. Da hat man keine Stromversorgung gehabt. Dann wurde Gas verboten, also man durfte nicht mehr mit Gas grillen und so. Also das Stadion an sich ist eigentlich meiner Meinung nach gar nicht konzipiert dafür, dass man 24.500 Leute bewirten kann und eben die Infrastruktur da so aufbauen kann, dass das alles
reibungslos, wie jetzt in der Allianz Arena funktioniert. Ja, das ist einfach nicht mehr neuester Stand. Und ich weiß nicht, wo man noch Zelte aufbauen kann. Also es geht nur auf dem Außenring, nicht unter den Tribünen und auch schon gar nicht im Block oder sowas. Ja. Gut, dann die nächste Frage geht dann mehr so um das Inventar. Wieso werden die sanitären Anlagen nicht renoviert? Ja, also es ist ein städtisches Stadion. Wir sind für alles verantwortlich, was kaputt geht. Ja? Und die sanitären Anlagen, die werden von uns immer wieder mal gestrichen. Aber da hört dann die Verantwortung von uns eigentlich auch auf. Wir müssen regelmäßig die sanitären Anlagen reparieren oder eben sanieren, wenn sie kaputtgeschlagen werden unter der West. Und das machen wir dann auch, aber eine Sanierung jetzt komplett, das kostet natürlich auch ein paar Euro und da sehen wir dann vielleicht auch die Stadt in der Pflicht, da dann etwas zu machen, wenn da wirklich Handlungsbedarf ist. Also heißt es dann zum Beispiel, wenn unsere Gäste aus der Pfalz dann da sind, lasst euch die sanitären Anlagen kaputt machen und dann kriegen wir die bezahlt von denen, oder? Nee, kriegt man nicht bezahlt, aber wenn das, also sagen wir mal einmal im Jahr müssen wir Toiletten sanieren. Okay, zur nächsten Frage. Könnte man die Osttribüne wieder mit dem restlichen Stadion verbinden, sodass die Möglichkeit gegeben ist, vor dem Spiel und in der Halbzeit Freunde auf den anderen Tribünen treffen zu können? Aktuell ist man dort sehr separiert. Ja, das war ja immer so ein Argument gegen die Sektorentrennung, aber wir hatten einen Vorfall gegen Uerdingen, so der war Fakt und man hat sich mit dem Bürgermeister und mit den Behörden zusammengesetzt und hat überlegt, wie kann man das zukünftig verhindern und wie kriegt man das Ganze irgendwie in den Griff mit einem separaten Eingang durch das Marathontor und so weiter. Und dieses Konzept, das steht und das wird auch nicht fallen, also das wird so bleiben und wenn man sich treffen möchte, sind wir, das war ursprünglich mal meine Idee vor dem Meppenspiel noch, dass man eben außerhalb des Stadions eine Fananlaufstelle kreiert und da ist jetzt Pro Waldhof, soweit ich weiß, eben seit geraumer Zeit dabei, das zu planen und dann kann man sich auch außerhalb des Stadions mit Besuchern der Haupt- oder Südtribüne treffen. Das ist einfach die Konsequenz, die wir immer noch haben von dem Uerdingen-Spiel und das Ganze jetzt zurückdrehen und dann passiert wieder was und dann will ich die Frage hören, die du mir dann stellst, warum habt ihr das denn gemacht? So, man kann eben nicht garantieren, dass sich 24.500 Leute an die Spielregeln halten. Und das ist eben die Konsequenz dessen, dass manche die Spielregeln verletzt haben. Okay. Die nächste Frage, muss ich sagen, betrifft jetzt gar nicht nur die Fans auf Stehplätzen oder so, sondern betrifft eigentlich komplett das ganze Stadion. Der Einlass des Karl-Benz-Stadions ist grauenhaft. Da wird auf den Ordnungsdienst angesprochen. 3Gs werden kaum oder gar nicht kontrolliert. Wenn wir wegen denen mehrere Corona-Ausbrüche im Stadion haben, heißt das für den Verein und um die Fans nichts Gutes. Vor den Blöcken wird flüchtig kontrolliert, ob man die richtige Eintrittskarte hat. Was kann man da machen? Gegebenenfalls den eigenen Waldhof-Ordnungsdienst wieder beauftragen und den auszubauen und auszutauschen gegen einen fremden Ordnungsdienst. Also wir haben ja zwei Ordnungsdienste, wir haben den ehrenamtlichen Ordnungsdienst, das sind so in der Regel 30 bis 40 Personen. So und dann haben wir einen externen Ordnungsdienst und das bekommen wir bei dem Stadion mit, also wir haben am Spieltag über 200 Sicherheitskräfte, das bekommen wir nicht mit irgendwelchen eigenen Leuten hin. Das funktioniert einfach nicht, sondern die werden eingekauft vom Dienstleister. Sind wir auch sehr glücklich, dass wir da einen guten Partner haben und meiner Meinung nach ist das ein individueller Eindruck, der da wohl entstanden ist, dass 3G nicht ordentlich kontrolliert wurde. Ich habe auch andere Infos bekommen. Die Polizei hat gesagt, wir kontrollieren zu streng. Deswegen haben wir ein bisschen Stau am Einlass auch. Also die Polizei wäre es lieber gewesen, wenn wir ein bisschen schneller kontrollieren, weil die wirklich sehr, sehr gut dieses 3G-Thema kontrollieren. Das kann jetzt sein, dass bei ihm, der jetzt die Frage stellt, oder bei ihr, dass dann eben der Eindruck war, dass es nicht kontrolliert wurde. Das, wie gesagt, bei 12.000 Leuten, die in ein Stadion gehen, da hat jeder einen individuellen Eindruck von dem, wie es organisiert ist. Und das war dann eben der Eindruck. Aber das kann ich so nicht stehen lassen, weil wir da natürlich schon sehr, sehr drauf achten, dass das, die 3G-Regel eingehalten wird und der Ordnungsdienst, alle vom Ordnungsdienst da auch angewiesen sind, das ordentlich zu kontrollieren. Wenn der Einlass bei ihm jetzt schneller ging oder das vielleicht eine Situation war, wo die Polizei gesagt hat, jetzt macht mal schneller, dann ist das eben individuell der Eindruck von demjenigen. Okay. Zur nächsten Frage. Ist eine Stadionumgestaltung nicht mal möglich? Aus der Siffling-Tribüne Stehplatz machen, sowie in den Eck-Sitzplätzen verbauen?
Nee, ist nicht so einfach möglich, das Thema oder den Wunsch, den habe ich schon häufiger gehört, weil das Stadion mit einer Baugenehmigung, das ging ja auch über Gericht und so weiter, das wurde ja fast gekippt und hat man sich darauf geeinigt mit den Anwohnern, dass das Stadion eben mit dieser Kapazität, wo wir jetzt haben, für, ich meine, 27 Spiele pro Jahr, pro Kalenderjahr ausgelegt ist. Mehr dürfen wir nicht machen, wir dürfen keine Veranstaltungen sonst machen, also keine Konzerte oder ähnliches. Und auch nur bestimmte Anzahl unter der Woche Abendspiele machen und so. Da gibt es strenge Regeln. Und wenn wir da jetzt die Osttribüne in einen Stehplatzbereich umbauen würden, dann würden wir die Kapazität höchstwahrscheinlich auch erhöhen. Von der Statik her könnte das eine Problematik geben und von der Baugenehmigung ohnehin. Dann passt vielleicht auch gleich die nächste Frage richtig gut hinten dran. Sollte der Aufstieg in Liga 2 gelingen, ist dann mit der Stadt Mannheim ein neues Stadion im Gespräch? Also das Stadion ist jetzt, wie alt? 27 Jahre. Wie lang bist du jetzt? Du bist älter wie das Galvenz-Stadion. Nee, also das Stadion ist natürlich in die Jahre gekommen und ich habe es hier bei der Waldhof-Welteröffnung schon gesagt, das Stadion wird ein Fass ohne Boden werden. Ich habe jetzt heute gerade Protokolle der Flutlichtanlage bekommen, die vor einem Jahr von der Stadt erneuert wurde, in Anführungszeichen. Also wir haben immer noch Halogenlichter, was eigentlich, was Klimaschutzthematik angeht, eine Katastrophe ist, dass man da nicht entscheidet, auf LED-Technik umzustellen. Aber gut, man hat eben von 70 Glühbirnen Halogen auf 133, glaube ich, erweitert, weil das die günstigere Lösung war im ersten Moment. Aber jetzt fallen, ich glaube, jetzt innerhalb eines Jahres sind 50 Leuchtmittel ausgefallen, weil das Stadion einfach die Verkabelung und die Gehäuse und das ist alles, da läuft das Wasser rein und so weiter. Und das sind Kosten also im sechsstelligen Bereich, die da kommen und das nach einem Jahr. Und genauso zieht sich es überall durch. Also wir haben Risse in jedem Tribünenteil eigentlich, also Haupt-, Süd- und Osttribüne, da gibt es schon Rissbildungen. Das sind natürlich Marker gesetzt, das wird alles kontrolliert von der Stadt, dass da nichts passiert. Aber das Stadion ist einfach 27 Jahre alt. Und jetzt muss man überlegen, investiert man weiter in dieses Stadion, weiter Geld oder und fährt blind im Endeffekt in eine sportlich hoffentlich erfolgreiche Zukunft oder fängt man jetzt schon an, darüber zu diskutieren, was passiert, wenn. Und wir brauchen nicht jetzt aufsteigen in die zweite Liga und dann anfangen, ja, spielen wir jetzt noch im Karl-Benz-Stadion. Ich habe vorher gesagt, 27 Spiele sind erlaubt im Stadion. Da können wir die DFB-Pokalfinale noch erreichen, können wir bis zum Halbfinale noch spielen, dann ist Tuck. Also international geht, glaube ich, dann schon nicht mehr. Nee, aber ernsthaft, wir haben nur eine bestimmte Anzahl unter der Woche. Und die zweite Bundesliga, die DFL, die schaut nicht, wie ist die Baugenehmigung, sondern die sagt, wenn ihr montags spielen sollt, dann spielt ihr montags. Oder wenn ihr mittwochs spielen sollt, dann spielt ihr mittwochs. Und ich glaube, dass wir da an eine organisatorische und infrastrukturelle Problematik uns annähern, die jetzt schon diskutiert werden muss, dass man sie dann kurzfristig lösen kann. Ob das ein Neubau ist irgendwo anders oder ob das eine Erweiterung oder eine Kernsanierung im Endeffekt des Karl-Benz-Stadions ist, das muss die Stadt nachher entscheiden. Dafür sind die in der Pflicht. Aber man muss jetzt auf jeden Fall drüber diskutieren. Deswegen freut es mich auch, dass der Herr Specht bei der Waldhof-Welteröffnung das Ganze auch von sich aus thematisiert hat. Also zum Thema Klima, weil du sagst jetzt gerade oben mit dem Flutlicht, dann sollten wir die Greta Thunberg nicht einladen ins Karl-Benz-Stadion. Ich kann ja mal vorbeikommen und wir machen das Licht an. Vielleicht bewegt sich dann was. Gut. Zur nächsten Frage. Wie geht man künftig mit den Karten für Sonderspiele, für Dauerkarteninhaber um? Wird weiter so praktiziert wie im DFB-Pokal gegen Frankfurt? Ich glaube, da wird ein bisschen darauf angespielt, dass die Plätze nicht sicher waren. Ja, aber das hat man in der Vergangenheit ja immer so gemacht. Also jeder hatte die Möglichkeit, seinen Dauerkarten-Sitzplatz dann auch beim DFB-Pokalspiel zu erwerben. Jetzt hatten wir aber die Situation, dass wir, ich glaube, montags noch nicht wussten, dürfen wir 500 Leute reinlassen, 12.000 Leute reinlassen, 24, das war ja komplett 16.000 Leute, also das war ja komplett vogelwild, was da passiert ist in der Woche davor. Und natürlich hatten wir dann von der Organisation immer weniger Zeit, das alles ordentlich zu organisieren. Wir hatten dann zwei Varianten durchgeplant und hatten das vorbereitet und so weiter. Aber wenn man jetzt, ganz einfache Rechnung, wenn 1.000 Leute in einen Block passen
und ich habe dort nur 500 dann zur Verfügung, weil ich eine 50-prozentige Kapazität habe und habe dort aber 300 Dauerkarten verkauft. Und wir wollen ja den Dauerkarteninhaber die Möglichkeit bieten, bei diesem Highlight-Spiel, DFB-Pokal, an Freunden, Bekannten, eine Freundin mitzubringen, das Kind mitzubringen und dieses Erlebnis gemeinsam dann nochmal mit einem zu erleben, der normalerweise eben nicht auf den Waldhof geht. Weil der könnte ja dann vielleicht in der Zukunft elektrifiziert sein vom SV Waldhof und dann zu den Spielen kommen. Und dann geht es einfach rechnerisch auch schon nicht, ja, dass ich dann eben das in so einem Block ermögliche. Und deswegen haben wir dann uns für die Option eben entschieden, jedem eine zweite Karte zu ermöglichen, aber eben nicht den komplett direkt den gleichen Sitzplatz wie zuvor. Ja, ich glaube schon, dass es ein schwieriges Thema ist. Dann, dass ja, das ist ein Thema, aber da bitte ich um Entschuldigung, da haben wir vielleicht falsch entschieden, ja, vielleicht ist es so. Aber das war in dem Moment, waren wir einfach froh, dass wir Leute ins Stadion lassen durften und haben auf den Knopf gedrückt, weil wir den Verkauf mussten und haben uns dann eben so entschieden. Der Zeitraum war halt sehr, sehr total eng. Knapp. Dann sind wir in den Verkauf gegangen, glaube donnerstags und das war einfach... Ich war nicht da, ich war im Urlaub. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Anpfiff ins Leben, nachdem uns die Erlaubnis für ein NLZ vorliegt? Wer hat die Entscheidungshoheit in Bezug auf Talente? Nachwuchsleistungszentrum, um das ganz kurz nochmal anzuhängen, ist NLZ, von daher. Das weiß ich. Du ja, aber vielleicht nicht die mit der Abkürzung, kann er was anfangen konnte. Ja, das Jugendförderzentrum ist AIL, also Anpfiff ins Leben, und wir sind jetzt dabei, ein Nachwuchsleistungszentrum zu bekommen. Da fehlt noch die Bewilligung sozusagen, der Vorortbesuch des DFBs. Corona-technisch aktuell nicht möglich. Der Bernd sagt immer so schön, nach London kann man fliegen zur Euro. Nach Mannheim kann man nicht fahren. Reiseverbot beim DFB. Ich hoffe, dass das jetzt bald passiert, weil jedes Jahr, wo wir das nicht bekommen, kostet uns das auch Geld. Also wir investieren ja jetzt schon in Trainer. Sechsstelliger Betrag, oder der e.V. Bernd investiert sechsstelliger Betrag in die Trainer, und die Fördergelder gibt es auch nicht, solange das noch nicht lizenziert ist. Und im Endeffekt ist es ein Zusammenspiel. Also wir müssen da teamfähig sein, alle, AIL, Simon Landa macht einen guten Job und der Oscar Corrociano macht im e.V. einen guten Job und soll da dann natürlich auch im NLZ eine führende Rolle übernehmen. Und die sportlichen Entscheidungen müssen natürlich beim SV Waldhof Mannheim liegen, das ist ganz klar, unstrittig. Sag mal, ich finde es ja auch klasse mit dieser Erlaubnis eben für das NLZ, weil wenn man mal überlegt in der Vergangenheit, wie viele geniale Spieler halt auch aus der Waldhof-Jugend dann gekommen sind, ja, das... Wir versuchen, super, die Spieler zu binden. Also ich glaube, wir hatten ja in der Vergangenheit das Problem, dass die Spieler halt nicht irgendwie mit 19 Jahren dann irgendwo hingingen so und ausgebildet waren bei uns, sondern die sind halt mit 14 schon weg. So, und dann hast du halt keinen Zugriff mehr auf die Spieler für die erste Mannschaft vielleicht, wenn sie gut genug sind, dann eben in der dritten oder zweiten Bundesliga zu spielen. Oder du verdienst kein Geld. Also du bildest sie aus bis 14, investierst in diese Talente. Das ist alles schön und gut, aber wenn du dann dem Spieler keinen Fördervertrag anbieten kannst, dann ist er natürlich sofort in Hoffenheim oder in Sandhausen oder wo auch immer dann, ja. Okay, aber wenn wir dann gerade so in dieser Richtung sind, wie stellt sich die Überlassung des Grundstücks im Alsenweg dar? Da sind wir sehr, sehr froh. Ich glaube, also das war ein Thema, das hat mich jetzt, glaube ich, vier Jahre begleitet. Das habe ich relativ schnell gesehen, dass diese Pflege am Alsenweg eben nicht nachhaltig dort erfolgt. Also ein Park zu pflegen ist was anderes wie ein Rasenplatz für eine Profimannschaft. Und da konnte man jetzt nach langem Hin und Her, das hat jetzt auch nochmal ein Dreivierteljahr fast gedauert, wo ich nicht verstanden habe, warum, konnte man jetzt zum 1.8. da die Pflege des Rasens übernehmen. Das bedeutet nicht, dass uns das Grundstück gehört, sondern wir pflegen den Rasen und die Stadt spart auf der einen Seite Geld und gibt uns ein bisschen eine Subvention dafür. Okay. Nächste Frage, muss ich sagen, begleiten mich eigentlich schon die ganze Zeit, seit ich beim Waldhof bin, und habe da auch schon ein paar Mal so ein bisschen, ja, vielleicht so manche Tür aufgestoßen. Ja, aber die Frage finde ich dann sehr gut. Ist angedacht für Rollifahrer, die gelegentlich Spiele besuchen wollen, einen optimierten Zugang zu schaffen, der einen nicht als Bittsteller per Telefon gegenüber der Behindertenbeauftragten erscheinen lässt. Das Ticketing hier ist intransparent und könnte besser verlaufen. Also von Intransparenz habe ich bislang noch nichts gehört. Ich glaube, es gibt eine Gruppe, auch eine WhatsApp-Gruppe von den Rollifahrern. Ich bin auch mit dem einen oder anderen immer wieder regelmäßig im Austausch und ich glaube, dass die alle ganz gut betreut werden, muss man auch mal so
glaube ich, sagen. Ich weiß nicht, von wem die Frage jetzt kommt. Und das ist natürlich wieder ein Thema, was das Stadioninfrastruktur betrifft. Also wir haben eben nur eine Kapazität, also beziehungsweise eigentlich hätten wir gar keine Kapazität für Rollifahrer, weil die Rollifahrer bei uns im Infield sind, also innerhalb des, der Innenumfriedung, wie man es so schön nennt. Und das ist eigentlich nicht mehr zulässig. Also, und die Thematik hatten wir jetzt bei Corona, weil eben in die Zone 1 im Infield darf sich keiner aufhalten, der jetzt eben nicht in der regelmäßigen PCR-Testung der Mannschaft drin ist. So, und da sind die Rollifahrer nicht. Und da hatten wir jetzt in den letzten Spielen ein Problem, haben jetzt aber mit der Polizei auch gemeinsam die Lösung gefunden, dass die eben wieder im Infield sind, durch eine polizeiliche Anordnung oder beim DFB-Pokalspiel waren. Aber wir haben eben nicht irgendwelche Aufzüge und irgendwelche Möglichkeiten mit Rampen über die Tribünen und so, da eine große Kapazität zu schaffen. Ich glaube, es finden 10 Rollifahrer Platz. Das reicht auch, glaube ich, für die normalen Spiele oder hat immer ausgereicht, aber die Nachfrage wird natürlich auch da mehr. Und da kommen wir eben auch beim Karl-Benz-Stadion an eine Grenze, auch was Barrierefreiheit angeht, ist das Karl-Benz-Stadion nicht gut. Deswegen haben die einen separaten Zugang durch ein Feuerwehrtor. Das ist alles nicht optimal, aber das sind eben die infrastrukturellen Begebenheiten, die wir jetzt auch nicht hier einfach mal so ändern können. Es ist halt so, wenn ich es ganz kurz anmerken darf, was mir dann auch aufgefallen ist, weil ich stehe ja auch unten auf dem Rasen und laufe ab und zu halt mal auch bei jedem Spiel rüber zu einer Rolle, ist ein bisschen begrüßen, kennen da sehr viele. Wenn du halt da unten sitzt, dann in der prallen Sonne, bei 32 Grad, die Seitenscheiben sind defekt, da sind gar keine Plexiglasscheiben mehr drin, die könnte man vielleicht abtönen, oder, ja, ich sag halt mal, da kann man vielleicht schon mit Kleingeld, ja, kann man da vielleicht schon mal irgendwas ändern. Oder wenn es richtig schüttet, dann sind die komplett nass. Ja. Und das ist halt so die Frage, ob man dann da vielleicht mal irgendwie, jetzt von mir aus die Frage stellt, ist gar nicht hier im Katalog, aber ich glaube, dass es schon irgendwo wirklich für Kleingeld, dass man da was machen könnte. Also wir haben uns sehr stark damit beschäftigt, auch mit der Stadt und auch die Birgit war da sehr engagiert und wir haben da auch einen Experten dazu geholt, wie wir das lösen können, dass die wirklich unter das Tribünendach auch kommen. Also wir haben eine Einhausung, also ist ja nicht so, dass die jetzt komplett da im Freien sitzen, aber natürlich, wenn es regnet, dann wird man da nass. Ja. Deswegen ist es natürlich keine gute Lösung und das mit den Seitenwänden, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, das nehme ich mit und dann werden wir das auch machen. Es geht jetzt da nicht darum, da jetzt kein Geld auszugeben für, sondern es muss halt meiner Meinung nach eine ordentliche Lösung mit der Stadt Mannheim gefunden werden, die dann halt auch nachhaltig ist, wo man dann halt auch vielleicht 20 oder 30 Rollifahrer unterbringen und nicht eben da am Spielfeldrand 10 unter ein Dach setzen. Ja. Gut, dann zur nächsten Frage, die eingereicht worden ist. Stößt das Karl-Benz-Stadion bezüglich Vermarktung, Sponsoring, Gewinnung neuer Premium-Partner oder Partner an seine Grenzen? Oder, anders gefragt, wird die Arbeit in diesem Bereich aufgrund der vorhandenen Kapazitäten immer schwieriger? Wie schätzen Sie die Situation mittel- bis langfristig ein? Also wo wir an die Grenzen stoßen, ist definitiv, wir haben keine Logen. Das ist einfach eine Haupteinnahmequelle heutzutage. Ich habe es immer mit Rostock verglichen. Ich glaube, Rostock hat 16 Logen, wo 12 bis 16 Personen reinpassen und eine Loge wird da halt verkauft. Ich weiß es gar nicht. Also sechsstellig. Das ist der Abgesang jetzt. was ist dein Handy? Ja. Adrian, geh mal ran. Guck mal, wer es ist. Vielleicht ruft der Nelson Müller an. Vielleicht ist jemand noch eine Frage eingefallen oder so. Nelson Müller? Nee, alles gut. Alles gut. Vermarktungs-, nee, also Logen ist natürlich ein Thema. Ansonsten stoßen wir da nicht an eine Grenze, weil wir haben genauso Bandenmöglichkeiten wie in einem neuen Stadion. In der Allianz Arena haben sie auch eben auf der Gegengerade die 120 Meter zur Verfügung, die wir haben. So. Aber das Logen-Thema ist einfach eins. Weil ich kann jetzt den Uli Hoeneß irgendwie zitieren, ja. Stehplatzbereiche sind wichtig und auch schön für die Stimmung, aber am Ende des Tages bezahlt eben der Logenbesucherinhaber, bezahlt dann im Endeffekt die Spieler, ja, oder dann eben noch den besseren Stürmer, den man dann vielleicht braucht für den Aufstieg. Da kommt auch gleich eine Frage. Gibt es Gedanken, mehrere VIP-Logen im Karl-Benz-Stadion nachzurüsten oder ist es nicht möglich? Also die war ja fast jetzt schon beantwortet. Es gab mal Planungen vor meiner Zeit, da wirklich so Logenblöcke reinzusetzen und das Tribünendach. Aber meine Information ist, dass da eine Loge irgendwie schon 1 Million Euro kostet und das ist einfach nicht wirtschaftlich. Also wir können da jetzt noch
30 Millionen investieren und die Stadt kann auch nochmal 30 Millionen investieren. Aber das ist, glaube ich, nicht die nachhaltige Lösung. Ich glaube, man hat dann versucht, auch mit dem Turm da so ein bisschen was aufzufangen. Ja, der Turm ist im Endeffekt eine Lösung, die mobil ist. Also bedeutet, wir haben die Containerlösung auch deswegen gewählt, weil sobald man etwas mit dem Grundstück verschraubt, verankert ist, geht es in den Eigentum des Grundstücksinhabers über. Das bedeutet, hätten wir da was gebaut, dann wäre das Ding bei uns aus den Büchern raus und wäre eben Eigentum der Stadt. So. Und deswegen haben wir da eben uns auch für so eine Containerlösung entschieden und ich glaube, die ist auch gut, die wird sehr, sehr gut angenommen. Gestern erst ein Gespräch mit einem Sponsor geführt, der hat gemeint, ich will jetzt darüber in den Turm, der ist jetzt noch im älteren VIP-Bereich und der will da natürlich rüber und da haben wir natürlich schon ein paar Anreize gesetzt, auch im Sponsoring den einen oder anderen Euro mehr einzunehmen. Dann kommen wir eigentlich zur letzten Frage, was das Stadion betrifft. Können wir unseren Stadionnamen nicht vermarkten? Nee, können wir in der Tat nicht, weil der auf Lebzeit sozusagen oder an Mercedes vermarktet wurde, im Gegenzug der Stellung einer Video-Wall. Ist jetzt die Thematik, dass es eben 27 Jahre schon so ist und irgendwann verstößt so ein Vertrag auch gegen die guten Sitten. Und deswegen, das ist bei mir auf dem Zettel ganz weit oben, aber aktuell können wir das zumindest noch nicht. Und wenn wir es können, dann ist auch die Frage, können wir das oder kann die Stadt das? Weil es ein städtisches Stadion ist und die Vermarktungsrechte des Namens liegen aktuell zumindest nicht beim SV Waldhof-Mannheim. Gut, dann kommen wir mal im Bereich Marketing. Ja, es sind so ein paar Fragen aufgetreten oder uns eingesendet worden. Es muss viel passieren beim Marketing. Beim Marketing liegt der SV Waldhof weit hinten. Warum gibt es zum Beispiel keine SV Waldhof Straßenbahn wie von den Adlern? Ich habe bereits Kontakt mit der RNV aufgenommen. Sie würde es machen, wenn sich der Verein darum bemüht. Okay, ich habe mich schon fünfmal darum bemüht oder damit beschäftigt. Bis dahin war es wirtschaftlich für mich noch keine sinnvolle Investition. Und natürlich würde es die RNV machen, aber ich glaube auch nicht kostenlos. Ja, und ich weiß, dass es nicht kostenlos machen. Aber das ist ein Thema, was wir jetzt nach der Waldhof-Welteröffnung auch angehen wollen. Ob das jetzt nächsten Monat oder in 3 Monaten passiert, das werden wir dann sehen. Aber wir wollen auf jeden Fall noch mehr Präsenz in der Innenstadt. Die nächste Frage. Was ist mit dem aktuellen Stand der SVW-App? Es gibt keine SVW-App und wir haben jetzt auch nicht vor, zeitnah irgendwie eine SVW-App zu programmieren. Die SVW-App, die es gab, die war, glaube ich, von der Firma vom Herr Künster, vom damaligen Präsidenten, programmiert und wurde dann immer noch über die alte Homepage von uns mit News versorgt. Wir haben die Homepage erneuert, die ist jetzt auch so, dass du die auf dem Handy ganz gut anschauen kannst. Und dementsprechend haben wir uns entschieden, da jetzt nicht zu investieren in eine neue App. Das kann sein, dass sich das irgendwann wieder ändert, aber aktuell haben wir das jetzt nicht in der Planung. Möchte ich so ein bisschen nachfragen, warum, weil du sagst, wir möchten nicht da investieren, aber ich glaube, mit so einer Waldhof-App, wenn man da vielleicht versucht, dann mit 1 oder 2 Sponsoren das zu machen, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, vielleicht einen neuen Sponsor wieder mit reinzunehmen. Aber ich glaube mittlerweile, alles was IT heißt, hat auch eigentlich jeder eine App. Warum haben wir keine App? Also wir haben uns auch schon viel mit der Thematik App beschäftigt. Wir hatten auch mal Workshops mit unseren kompletten Mitarbeitern, wo wir ausgearbeitet haben, was ist wichtig, wie wollen wir uns positionieren. Und da war das finale Ergebnis im Endeffekt eine App. Aber jetzt nicht einfach eine Standard-App, das würde ich jetzt nicht forcieren wollen. Was eine Idee war und immer noch eine Idee ist und was, wenn wir die Ressourcen dafür frei haben, sowohl wirtschaftlich, aber auch von der Manpower her, und ich sage, das macht jetzt Sinn, das zu tun, dann wäre eine App eine Idee eben, wo wir Synergien schaffen zwischen Fan, zwischen Verein, zwischen Sponsoren. Also warum nicht eine App, wo dann nachher eben ein Partner vom Waldhof etwas präsentieren kann, den Fans gegenüber, wo dann eben vielleicht noch ein Rabatt für den Fan dahinter steht oder für das Mitglied, dass man einen Mitglieder-Account hat und so weiter. Das sind alles Überlegungen, aber wir sind jetzt in der dritten Liga angekommen. Man braucht auch ein bisschen Zeit, um das alles zu forcieren und zu machen. Und das ist dann, glaube ich, wenn wir es machen, das ist ein großes Projekt und dann soll das auch sinnvoll sein und nachhaltig sein und jetzt nicht einfach eine App, wo dir das Ergebnis vom Waldhof dann samstagmittags dann per Push-Nachricht zuschickt. Ich glaube, das brauchen wir heutzutage jetzt nicht mehr.
Also wenn eine App, dann stellst du dir das mehr oder halt größer vor. Dann wünsche ich mir schon Synergieeffekte auch für Fans und für, also eine reine Informations-App. Wir haben Facebook, wir haben Instagram, wir haben Twitter, wir haben unsere Homepage, wir haben Medienpartner. Also ich glaube, wenn es dich interessiert, wie der Waldhof gespielt hat, dann bekommst du das auf jeden Fall am Wochenende auch mit. Deswegen eine reine Informations-App, wo wir dann die News von der Homepage auf eine App spiegeln, das ist meiner Meinung nach der Invest jetzt von der Manpower und wirtschaftlich aktuell nicht wert. Wenn, dann muss es mit Synergien verbunden sein und da hatten wir schon Pläne und haben die in der Schublade und haben auch schon einen Partner, mit dem wir das zusammen dann machen wollen. Aber das muss der richtige Zeitpunkt für alles sein. Und da können wir dann drüber reden, wenn wir sportlich und strukturell noch ein bisschen gewachsen sind. Okay, lass dir schmecken. Ist das genauso lecker wie der Isotrink? Oder? Ich habe jetzt Energy, weil du machst mich echt fertig hier. Willst du auch ein bisschen Energy? Ja, vielleicht. Ja, und das mit, was du gerade sagst, das höre ich immer wieder, ja, aber da gibt es doch bestimmt 2, 3 Sponsoren, die das machen und sowas. Ja, klar, aber es gibt so einen schönen Spruch, wenn man eine Kuh halt zu häufig melkt, dann gibt es ja irgendwann keine Milch mehr. Und bevor ich jetzt einen Sponsor auf eine App ansetze und sage, hier, da haben wir noch andere Sachen, leider aktuell auch Corona-bedingt, die wir noch vermarkten können. So, und solange ich da nicht in der Vollausvermarktung bin. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Dann ist das natürlich eine Milchmädchenrechnung zu sagen, ich gewinne jetzt da einen Sponsor. Den Sponsor, den ich für eine App gewinne, den habe ich halt nicht in der VIP-Lounge sitzen oder dann eben auf einer Bande im Stadion präsent. Gut, bei der nächsten, ich glaube, die sind kalt, gell? Haben wir jetzt kalte, doch, tatsächlich. Sehr schön. Man hat sich in den vergangenen Monaten, Jahren in verschiedenen Bereichen professionell weiterentwickelt. Wo sehen Sie hier noch Defizite? Wie sind die nächsten Schritte, die Sie in diesem Zusammenhang angehen möchten? Der nächste Schritt ist sportlicher Erfolg und der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Also ich glaube, ich habe ganz am Anfang, als ich gekommen bin, 2016, saß ich mit Markus Christen, also Christen im Quadrat, schließt heute sozusagen ab, saß ich mit Markus Christen zusammen beim Grimminger und da habe ich gesagt, wir müssen in der Geschäftsstelle, im Organisatorischen, müssen wir schon den Drittliga-Aufstieg geschafft haben, da müssen wir schon in der dritten Liga sein, dass die Mannschaft nachziehen kann. Und ich bin jetzt aber der Meinung, dass wir mit punktuell ein paar mehr Mitarbeiter zweite Liga bewerkstelligen könnten beim SV Waldhof Mannheim. Also ich glaube, das Setup ist einfach sehr, sehr gut. Und jetzt muss der sportliche Erfolg nachziehen. Also ich habe jetzt nicht das Riesenthema, infrastrukturell natürlich, ja. Das Thema habe ich jeden Tag irgendwie. Aber ich habe jetzt nicht das große Thema, wo ich jetzt sage, da muss man noch eine Stellschraube drehen, dass es dann noch besser wird und dass dann automatisch irgendwie der sportliche Erfolg nachzieht. Sondern jetzt muss der sportliche Erfolg kommen. Jetzt sind wir das dritte Jahr in der dritten Liga und jetzt können wir auch ein bisschen mit breiterer Brust in die Saison gehen. Aber sportliche Fragen kommen wahrscheinlich auch noch, ne? Die kommen auch noch, ja. Wäre es nicht an der Zeit, die Mitgliederwerbung, insbesondere gekoppelt mit Dauerkartenkaufanreizen, zu forcieren? Also wir hatten einmal in der Regionalliga noch eine sensationelle Mitgliederkampagne, meiner Meinung nach. Da haben wir, glaube ich, auch 300 Mitglieder gewonnen. Also die haben wir über die GmbH organisiert. Wir trennen das nicht, aber haben wir das damals so gemacht. Da hat man einen Weihnachtsmarkt, weiß ich noch, haben wir gegen Kaiserslautern gespielt. Kaiserslautern 2 damals sogar noch. Haben wir Eichbaum als Trikotsponsor präsentiert. Da sind wir, bist auch mit gemeinsam auf den Platz gelaufen, mit Mark Heilbach, ne? Ruhe in Frieden. Also so Mitgliederwesen ist jetzt nicht mein tägliches Geschäft. Da gibt es den Horst im e.V., der auch einen sensationellen Job macht. Horst Seiferle? Horst Seiferle, genau, Vizepräsident und der da jetzt mal die Mitgliederverwaltung auch mal aufgeräumt hat und auch einige angeschrieben haben, die vielleicht die letzten Jahre nicht so zahlungswillig waren, was Mitgliedsbeiträge angeht. Da kann mehr passieren, aber wir machen ja auch viel. Also wir machen ja auch Rabattaktionen in Fanshops, wo wir dann sagen, jedes Mitglied kriegt 10% oder Dauerkarteninhaber kriegen 10%. Wir versuchen natürlich Dauerkarteninhaber und Mitglieder immer gleich zu behandeln. Deswegen ist vielleicht der Anreiz, wenn man eine Dauerkarte hat, jetzt noch Mitglied zu werden, nicht so riesengroß. Aber ich glaube, wir machen da auch schon die eine oder andere Aktion und
Ich weiß, der Ehren- und Ältestenrat macht gerade ein Mitgliedergewinnspiel seit dieser Saison, wo man dann bei jedem Spiel dann auch was gewinnen kann, wenn man Mitglied ist. Das ist der Anreiz, dann eben Mitglied zu werden. Und da werden wir mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch noch mehr pushen. Und es ist einfach so, dass Waldhof halt 16 Jahre im Amateurfußball war. So, und dementsprechend halt auch bei den Mitgliedern dann nicht so Mitglieder gewinnen konnte durch sportlichen Erfolg. Das wird aber in den nächsten Jahren, wird das dann eben eine Folge sein, dass auch Mitglieder dann wieder zum Waldhof kommen, durch den jetzigen sportlichen Erfolg. Wir befinden uns ja im Moment gerade im neuen Fanshop und dann ist auch eine ganz interessante Frage. Ab wann können Trikots wieder individuell beflockt werden? Also wir haben jetzt in einen Plotter investiert. Ich habe vorher nochmal irgendwie gefragt, weil der Kollege hatte schon den Wunsch, irgendwie ein individuelles Trikot. Das wird es demnächst geben. Wann genau, weiß ich jetzt leider gerade nicht. Aber demnächst wird man dann eben auch Stefan Christen oder Chef Koch hinten drauf flocken lassen können aufs Trikot. Das ist dann der Moment, wo es die Trikots in 5-6 Mal XXL werden. Alles gut. dann passt auch gleich die Frage, die Waldhofwelt auf dem Blanken ist super, jedoch auf Dauer nicht zu finanzieren, oder? Leider fehlt es zudem an einem Fancafé mit Speisen und Getränken zum Verweilen, verschiedene Leinwände, wo ständig Highlights von Waldhofspielen laufen und ein funktionelles Beflockungssystem haben wir eben gerade gehabt. Ja. Aber eben die anderen Sachen, wie gesagt, vielleicht ein Eck reingemacht mit Kaffee oder mit Leinwänden, Großbildschirm, wo einfach dann die Highlights von Waldhof laufen. Muss ich sagen, finde ich ganz gut die Frage, weil ich finde es, würde ich auch ganz gut finden. Ja, also wir haben ja kurzfristig zugeschlagen. Also beziehungsweise hat sich die Möglichkeit ergeben, hier waren auch ein paar Immobilien frei auf dem Blanken und neben dem Blanken und wir haben uns einfach mit diesem Thema beschäftigt. Aber diese Quadratmeter hier sind eben zugelassen als Textilverkauf. So, und da kann man nicht einfach mal so mit Fingerschnipp mal einen Kaffee einrichten. Ich hätte natürlich auch gerne einen Kaffee jetzt, aber wir werden das prüfen, ob wir da wir werden hier noch einiges machen. Also vielleicht greife ich ein bisschen vorne weg, aber wir wollen ja auch so ein bisschen Museumscharakter reinbekommen und werden hier auch noch ein paar Ausstellungsstücke und so präsentieren. Und es ist natürlich auch geplant, auf den TVs, die wir hier haben, auch mal ein paar Spiele laufen zu lassen. Also keine aktuellen, sondern eben so Filme von früher und ein bisschen Nostalgie reinzukriegen hier. Ob das mit dem Café oder mit Anlaufstelle, wo man dann mal einen Eichbaum trinken kann oder sowas, ob das wirklich umsetzbar ist, das liegt nicht nur an uns, sondern es liegt dann eben auch an den Behörden, die das genehmigen müssen. Wir haben hier den Vorteil in P7, direkt nebendran ist ja einer der längsten Sponsoren vom Waldhof mit dem Kaffee Grimminger. Dann ist er da zumindest die Möglichkeit, sich dann einen Kaffee... Der freut sich, ja. Da genau. Gehe ich auch regelmäßig vorbei und hole mir da meine Latte Macchiato. Michael Grimminger wird sich freuen. Liebe Grüße. Genau. Wie ist der Verein finanziell durch die Pandemie gekommen? Wie ist der Verein dafür gerüstet, falls es im Winter wieder zu größeren Zuschauerausschlüssen kommt? Boah, großes Thema. Wir sind gut durchgekommen, obwohl wir 50% der Einnahmen verloren haben. Aber ich glaube, dass wir, ich hatte es ja auch schon gesagt, warum wollen wir jetzt angreifen? Warum reden wir von zweiter Bundesliga? Ich glaube, dass es Momentum gibt. Ein Momentum, ich glaube, das hat Frank Buschmann mal im Basketball erfunden, das Momentum, wenn das Spiel kippt. Und ich glaube, dass wir jetzt ein Momentum haben beim Waldhof, wo wir durch unsere seriöse und konstante und wirtschaftliche Arbeit, vorsichtige Arbeit, ja, also natürlich haben wir Geld verbrannt in der Regionalliga. Es war so. Aber in der dritten Liga sind wir in der Lage, wenn alles normal läuft, wirtschaftlich sogar Gewinn zu machen. Also wir haben trotz der 6 Spiele, die ausgefallen sind, in der vorletzten Saison, haben wir noch etwas Gewinn retten können. Und die 6 Spiele haben uns halt 1,5 Millionen nochmal gekostet. Also wir hätten da schon aufarbeiten können, was wir in der Regionalliga oder einen Teil aufarbeiten können, was wir in der Regionalliga verbrannt haben. Aber natürlich ist das Corona ist eine absolute Katastrophe. Also wenn du jetzt 50% morgen weniger verdienen würdest, dann würdest du alles mal gucken. So, was machst du, ne? Wir haben aber da bewusst entschieden, dass wir jetzt eben nach vorne gehen und auch mit Bernd Beetz dann eben im Hintergrund als Netz doppelter Boten, wobei ich der Meinung bin, dass wir es schaffen werden jetzt auch. Ja, mit sieht auch ganz gut aus, dass wir die 12.000 Zuschauer die Saison über halten können oder vielleicht dann auch nochmal ein paar mehr reinlassen dürfen. Glaube ich, dass wir als am wenigsten Verlierer, Gewinner gibt es nicht im Fußball, aber als wenigsten Verlierer durch diese Krise durchkommen. Und dieses Momentum müssen wir jetzt nutzen. Also wir brauchen jetzt einen sportlichen Erfolg, wir brauchen die Fans im Stadion und dann glaube ich, dass wir so eine kleine Euphorie in Mannheim auch entfachen können und davon profitieren.
Dann im Bereich Marketing kommen wir auch so zur letzten Frage. Warum werden bestimmte Trikots, in Klammer die Herz-Bube-Trikots zum Beispiel, nicht bei Benefiz-Aktionen verkauft? Na, weil wir einen Sponsor haben, wo wir sehr froh drüber sind, Sandhard. Und er möchte natürlich auf der Trikotpost drauf sein. Also es gibt ja, also das ist ja utopisch jetzt zu glauben, dass ein Sponsor im Verein Geld bekommt und sagt, ja, macht mit den Trikots trotzdem, was ihr wollt und macht da drauf, wen ihr wollt und wann ihr wollt und überhaupt. Also ist ja klar, dass wir natürlich, das ist auch uns, also das hat, war jetzt keine Ansage vom Sponsor, sondern das ist für mich selbstverständlich, dass wenn ich einen Partner habe, der jetzt das zweite Jahr im Endeffekt bei uns auf der Brust ist und auch noch in einer Zeit, wo es nicht selbstverständlich ist, sondern knallhart in der Corona-Zeit hat der Herr Backlan gesagt, ich mache weiter. So, und da fragen wir nicht lang, dürfen wir dann vielleicht doch Herzbube-Trikots verkaufen. Ich glaube, das wäre einfach frech und das ist nicht der Ansatz, den wir beim Walter verfolgen. Die Zeiten wollen wir nicht mehr haben. Okay, vielen Dank. Ich glaube, somit ist ja alles so, was Marketing betrifft und so, dann erstmal da die Fragen ganz gut, sind wir gut durchgekommen. Jetzt kommen wir mal zum Sportlichen. Jawohl, Herr Komp. Ist ein Sportverein. Genau. Das sind ja auch ein Sportverein. Herr Komp, Sie haben gesagt, wir werden jedes Spiel gewinnen. Nach dem dritten Spieltag sind wir sieglos. Wie passt das zusammen? Ja, cool, ne? Also ich könnte es jetzt natürlich so ein bisschen relativieren und könnte jetzt irgendwie irgendwas erzählen. So. Das Zitat war wörtlich. Was mir nicht gepasst hat letztes Jahr, war, wir haben uns intern beraten, wie wir die Saison angehen, letzte Saison. Und haben gesagt, wir wollen besser werden. Die Einschätzung der sportlichen Leiter des Trainers war, dass unser Kader letztes Jahr Platz 1 bis 5 erreichen kann. Das haben wir natürlich nach außen hin nicht so kommuniziert, so aggressiv. Ja, weil wir mit Patrick Klöckner natürlich auch einen neuen Trainer hatten. Wir hatten eine erfolgreiche Zeit mit Bernhard. Und wir wollten da einfach ein bisschen Bescheidenheit an den Tag legen, letzte Saison. Und haben gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, wie wir reinstarten. Und dann muss ich irgendwann, im Winter muss ich dann hören, dass unser Ziel ist, 47 Punkte zu erreichen. So, da fühle ich mich natürlich, und Bernd, kannst du nachvollziehen, ja? Wir haben jedes Jahr bislang immer das Budget erhöht und das auch immer rechtzeitig kommuniziert. Also im Februar ist die Lizenzierung abgeschlossen. So, und dann waren wir jetzt so, dass wir im Februar jetzt dann auch wieder für die neue Saison die Budgetierung gemacht haben. Und wie gesagt, dieses Momentum nutzen wollten und das Budget auch wieder deutlich erhöht haben, wirklich deutlich im Vergleich zu den Vorjahren. Kannst du das sagen, so prozentual? Nee, würde ich nicht sagen. Würde ich dabei bleiben, dass ich Zahlen dann immer nur konkret in der Mitgliederversammlung präsentiere. Das ist irgendwie so, da hat man das Mitgliederwerbung, also wer das dann exklusiv die Zahlen genau erfahren will, der muss dann zur Mitgliederversammlung kommen. Das ist einfach für mich so praktiziert, das habe ich in beim ehemaligen Verein gelernt, dass man das einfach so macht. Oder dann eben ein Jahr später im Bundesanzeiger nachliest. Wobei die Zahlen da nicht so konkret sind wie bei der Mitgliederversammlung. Wir haben da im Februar entschieden, dass wir eben diesen Weg gehen, ein kalkuliertes Risiko gehen und haben das auch rechtzeitig kommuniziert an die sportliche Leitung, an den Trainer. Ich glaube, im Mai saßen wir nochmal zusammen, haben das nochmal deutlich kommuniziert, welche Pläne wir haben und dass wir damit auch öffentlich gehen werden. Ja. Und dann haben wir eben aufgrund der Kaderplanung bis zum letztmöglichen Moment gewartet und fiel dann eben zusammen mit dem 19.07., was ein schönes Datum ist, mit der Eröffnung der Waldhofwelt. Und da sind wir dann eben rausgegangen mit dem Ziel, ganz bewusst eben vor dem ersten Spiel, weil ich kann es nicht mehr hören, das ist aber trainerunabhängig, glaube ich, im Fußball heutzutage üblich. Das Spiel ist 50-50, jeder kann jeden schlagen, die Liga ist ausgeglichen. Wir sind jetzt im dritten Jahr im Waldhof in der dritten Liga. Wir brauchen jetzt so ein bisschen, nicht Überheblichkeit, aber so ein bisschen eine breite Brust und ein bisschen eine Arroganz, um uns da einfach in dieser Liga auch nachhaltig zu behaupten und oben angreifen zu können. Und mein Zitat war, wörtlich werde ich es nicht mehr hinkriegen, aber mein Zitat war, dass dieser Spirit aufhören muss, zu sagen, der Gegner ist stark und 50-50, sondern wir wollen nicht jedes Spiel gewinnen, wir werden jedes Spiel gewinnen. Und so muss ich in jedes Spiel reingehen. Wir werden dieses Spiel gewinnen. Ich habe danach noch dran gehängt. Natürlich ist mir klar, ich bin ja kein Depp, ja, dass wir auch noch Unentschieden haben werden. Und wir werden auch noch Spiele verlieren. Ja. Aber ich muss im Vorfeld dieses Spiel, muss klar sein, das ist der SV Waldhof Mannheim. Wenn hier Würzburg zum Spiel herkommt, dann müssen die Schiss haben vor uns. So, wir brauchen diese Attitude, dass wir der große SV Waldhof Mannheim sind. Nicht überheblich, ja, weil das fliegt einem um die Ohren, aber einfach breite Brust und Vollgas. Finde ich sehr interessant, so von der Einstellung her, und dass
du das so siehst, ja, im Bereich Geschäftsführer. Vielleicht sollte man das so manchen Spielern dann auch noch vermitteln. Ja, pass auf, wir haben es auch bewusst jetzt, also wir haben ja die letzten Jahre immer tief gestapelt. Also wir sind ja nie, Bernd ist ja auch nicht der Investor, wie jetzt bei anderen Vereinen, der dann rausgeht und Tamtam macht und sowas. Das ist immer mit mir in Abstimmung passiert, ist, dass wir verhalten agiert haben die letzten Jahre. Und jetzt glaube ich aber, wenn wir jetzt diese Kommunikation auch um 180 Grad drehen und wenn wir das transportiert bekommen in die Mannschaft rein, zu den Fans rüber, ins Stadion, also ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich ans, also Würzburg, natürlich unentschieden, eine Katastrophe, wir wollten da gewinnen, so, also wir haben vorher drüber gesprochen, es war klar, wir werden das, also der Trainer hat auch gesagt, wir werden das Spiel gewinnen, so, der war auch dann davon überzeugt, und da kriege ich Gänsehaut, ich habe gemerkt, bei Würzburg habe ich gemerkt, am Ende, als wir dann gedrückt haben und so, habe ich gemerkt, wir haben diesen Spirit, so, wir müssen den jetzt nur noch in Punkte ummünzen, und dann werden wir erfolgreich werden, das, wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, dann ist es so, aber wir müssen reingehen in die Spiele und in die Saison mit dem Willen, dieses Jahr aufsteigen zu müssen, zu wollen, und dann können wir es. Also okay. Hohe Ziele. Da hilft dir nichts. Wir sind ein Sportverein, ja. Und wie ich vorher sagte, egal in welcher Liga du bist, so, jeder erzählt immer, diese Liga ist eine Todesliga und diese Liga, da verdient man kein Geld und bla bla bla. Der sportliche Anreiz muss einfach da sein, zu sagen, wir werden jedes Spiel gewinnen, dieser Spirit, wir wollen, und dann danach, wenn man dann verloren hat, sagt man, ja, wir wollten zwar, aber konnten nicht. Also Spiele wie gegen Kaiserslautern oder gegen Saarbrücken würde ich halt einfach nicht mehr sehen, so, Punkt. Und das ist der klare Auftrag, und es ist auch im Vorfeld alles abgesprochen gewesen. Also da hat sich keiner dann am nächsten Tag gewundert, was er da lesen muss, von wegen, oh, wir wollen aufsteigen in die zweite Liga, das war intern alles geklärt. Ich hab dann auch gehört, ja, aber mit dem Kader kannst du ja nicht aufsteigen und wir müssen doch noch Verpflichtungen holen. Jetzt frage ich dich, du bist im Vertrieb. Sag du, wo du arbeitest, dass ich keine Schleichwerbung mache, oder? Naja, du hast ein paar Mitarbeiter unter dir. Ein paar, ja. Ja, so. Jetzt gehst du ja auch nicht zum Mitarbeiter und sagst du, Valentin, wie viele Produkte verkaufst du denn dieses Jahr? Und dann sagt der Mitarbeiter, ja, du, ich weiß es nicht, wie viele Kunden ich kriege, das müssen wir mal gucken, und das ist schwierig. Nee, du gehst zu deinem Mitarbeiter und sagst, du verkaufst mir 1000. Ich verlange, ja, ja. So, du mach eine Zielvereinbarung, du verkaufst mir 1000 Produkte X in diesem Jahr. Und du organisierst, dass du diese Kundenanzahl bekommst, du fährst so lange raus, bis du die Kundenanzahl bekommst, um diese Produkte eben verkauft zu bekommen. Das ist dein Ziel. So, und genauso ist es doch bei uns auch. Also wir als Geschäftsführung, oder dann eben als Aufsichtsrat oder dann Investor. Wir haben doch das Recht, im Endeffekt zu sagen, so, wir wollen in die zweite Bundesliga. Lieber Jochen Kienz als sportlicher Leiter, hier hast du das Budget dafür. Geh bitte Spieler verpflichten. Und lieber Patrick Glöckner als Cheftrainer, bitte stell die Mannschaft so auf und mach die Spieler so besser, dass sie eben dieses Ziel erreichen können. Und guck, dass die Jungs mit dem Druck umgehen können, was ich glaube, was sie können. Und dann funktioniert das. Tja, da sind wir, wie gesagt, eh beim Sportlichen, und dann passt es auch ganz gut bei der nächsten Frage. Was sagen Sie zu dem sensationellen Pokalspiel gegen Frankfurt und wen wünschen Sie sich als nächsten Gegner? Ich glaube, ich muss anhängen, wir können nur Gegner von der ersten oder in der zweiten Runde nur Gegner erste, zweite Liga bekommen. Also das Spiel war eine Sensation, und mich hat es so gefreut für Marcel Segert. Ich habe so gebippert, dass der das Spiel machen kann, weil er vorher mit der Schulter verletzt war. Ich habe 2-3 Mal mit ihm gesprochen und so. Und das war einfach für mich schön, dass er da auf dem Feld steht und dann auch noch das Tor macht. Sensationell. Also die Geschichte, vor 2 Jahren scheitern wir da knapp, also gefühlt knapp vom Ergebnis nicht. Und jetzt schaffen wir das, in die zweite Runde einzuziehen. Für mich ist es gar nicht wichtig, die zweite Runde da zu erreichen. Ich habe auch bei dem Pokalfinale im Landespokal gesagt, das DFB-Pokal interessiert mich nicht. Es geht auch gar nicht darum, ob da jetzt irgendwie 5,80 Euro mehr im Geldbeutel nachher drin sind, sondern diesen Landespokal nochmal zu gewinnen. Das war ja auch eine Seuche eigentlich für den SV Waldhof, dieser Pokal jedes Mal. Ich kann mich erinnern, in Kirchheim im Elfmeterschießen da rausgeflogen. Also, was ist denn da los? Es war echt ein Fluch. Und den haben wir, glaube ich, jetzt nachhaltig gebrochen. Weil jetzt zweimal den Pokal gewonnen und das dritte Mal im DFB-Pokal, jetzt sogar die zweite Runde im DFB-Pokal, alles toll. Und als nächsten Gegner ist mir eigentlich scheißegal, Hauptsache wir hauen die weg. Ja, ich lasse es aber nicht so ganz stehen, Markus. Ja, also ich sage mal natürlich, du als Geschäftsführer, zweite Runde, ja, ich glaube, das sind dann so 250.000, die an dem Raum stehen. Ja, das ist...
Du sagst jetzt so locker, hau mal weg, aber ich glaube schon, dass man als Geschäftsführer ja auch dann schon ein bisschen so an das Finanzielle mitdenkt. Also nee, weil ich plane ja nicht damit. Also das vorher vielleicht, du hast es irgendwann mal gefragt mit den Zuschauern und so. Also ich habe Verhalten geplant so und alles, was da jetzt dann eben im DFB-Pokal on top kommt, das ist nicht so, dass wir das Geld dann jetzt irgendwo im Geldbeutel haben, und sondern das deckt halt dann halt irgendwie das Minus von Corona, aber das ist im Verhältnis zu dem, was wir umsetzen, jetzt auch nicht so, dass wie jetzt ein Oberligist gegen Bayern spielt und bekommt da dann eben 137.000 Euro. Das ist für den Oberligisten viel Geld, für uns ist es auch viel Geld, das soll jetzt nicht irgendwie überheblich klingen, ist auch viel Geld, aber es ist im Verhältnis dann eben zum Gesamtumsatz, den wir inzwischen machen, ist es jetzt nicht so, dass dieses Geld jetzt der Hauptfreude ist bei uns oder bei mir. Ich freue mich drüber, dass wir diese Genugtuung hatten, dann im zweiten Versuch Frankfurt schlagen zu dürfen. Das war einfach geil, und das wird bleiben. Das Geld geht leider irgendwann wieder, aber dieser Erfolg wird bleiben. Und deswegen ist es mir am Ende des Tages auch egal, gegen wen wir kommen. Nein, das glaube ich dann nicht mehr. Komm, also irgendwo, du sitzt doch auch nach dem Pokalspiel in Frankfurt, du hast gewusst, die Runde geht weiter, die Auslosung ist, glaube ich, Ende August. Und du hast doch bestimmt einen Wunschgegner, definitiv. Also ich habe im ersten Moment gesagt, ich würde mir sogar Sandhausen wünschen, aber wir sind ausgeschieden. Das wäre mein Wunsch gewesen. Darmstadt auch. Ja, aber ich habe jetzt nicht, das ist alles, was jetzt kommt, ist einfach ein Bonus, und das ist egal, gegen wen wir das spielen. Nein, du musst einen Verein haben, wo du sagst, ich könnte es auch sagen, klar, willst du Dortmund? Das war gemein. Nee, will ich nicht. Will ich nicht. Nein, aber Schalke, Hamburg oder bist du lieber ein, wo man sagt, das wäre machbar, also Schalke, sage ich ja. Nein, aber es sind doch bestimmt Vereine mit dabei, wo du sagst, lieber, also ob ich jetzt in der zweiten Runde Bayern München ziehe, ja, oder ob ich jetzt in der zweiten Runde einen Zweitligist ziehe, der so mit Achenkrach durchgekommen ist, um dann wirklich vielleicht die Chance zu haben, in die dritte Runde zu kommen. Ich hab keinen Wunschgegner, Stefan. Wirklich nicht. Pass auf, also irgendwann hätte ich gern Bayern im DFB-Pokal. Und irgendwann hätte ich auch gern Dortmund, aber muss jetzt nicht in der zweiten Runde. Bayern, aber muss jetzt nicht in der zweiten Runde sein. Es kann auch in der dritten oder vierten dann kommen. Nee, ich habe wirklich keinen Wunschgegner. Also das ist gerade nicht relevant. Das ist Los, Glück. Ich weiß nicht, wer zieht. Das ist dann so, wie es ist. Und dann spielen wir gegen den, egal wer. So. Und dann wäre es natürlich toll, wenn wir da irgendwie nochmal für eine Überraschung sorgen. Nicht wegen dem Geld, sondern eben wegen dem Highlight, weil das war schon eine geile Nummer, ne? Also ich krieg da Gänsehaut, ich weiß nicht, wie es dir ja, geht. Ja klar, aber das brauchst du mir nicht, brauchst du mir nicht sagen. Ja. Sieger, das Ding da. Und wir hatten das ja, was soll man so überlegen, ja, mit Leverkusen rausgeschmissen, dann gegen Bayern gespielt, so, das ist halt schon eine ganz andere Nummer, ja, weil einfach dann der Name schon und der Hype auch dann rundherum gemacht wird, ja. Ja, ich glaube, egal welcher Gegner kommt, ich glaube, dass wir mir 12.000 reinlassen dürfen, ich glaube, dass wir 12.000 Karten verkaufen. So, also, guck mal, der wirtschaftliche Gedanke bei mir ist nicht da, so. Also das ist, ob das jetzt ein Zweitligist ist oder ein Erstligist. Ich glaube, das muss ein sportlicher Anreiz da sein, so für uns, das Ding dann vielleicht auch nochmal zu ziehen. Also die Jungs sind hoch motiviert. Ich habe gestern die Freude gehabt, mit ein paar von denen sprechen zu dürfen, hatten eine Besprechung gestern, und die sind hoch motiviert und die wollen natürlich die Sensation schaffen und die dritte Runde erreichen. Aber natürlich ist es, also vor Frankfurt habe ich auch gesagt, also komm, spielen wir mal und dann gucken wir mal, was rauskommt. Aber das ist nicht, eigentlich ist es ja nicht realistisch, dass du da weiterkommst. Und ich glaube, wir waren an dem Tag der einzigste Heimverein, also einzigste Amateur, der weitergekommen ist. An dem Tag, glaube ich. Wer ist überhaupt weiter? Ich glaube, Oberhausen 1860 und Babelsberg, glaube ich noch. Oder Babelsberg. Ja. Gut, zur nächsten sportlichen Frage. Bei einem Treffen mit den Pfälzer Jungs vor einigen Jahren sprachen sie bereits von der Vision einer zunehmenden Professionalisierung und dem vorherigen Ziel dritte Liga und ausschließlich den Aufstieg in die zweite Liga. Der erste Schritt ist absolviert. Wie realistisch ist das nächste Ziel? Ah, liebe Grüße. Fällt mir gerade ein, beim Dimi war das, ne? Oder wo? Steht es drin? Nee. Ich war schon lange nicht mehr beim Dimi. Ich weiß nicht, wo du dich vor Jahren mit dem Verteidigungs... Ich weiß, du kochst gerne selber. Wollen wir danach zum Dimi noch ein Schnitzel essen gehen? Oder? Ein Kochkäse-Schnitzel. Kochkäse-Schnitzel. Ja. Also ich erzähle nur Sachen, die realistisch sind. Was war jetzt die Frage, ob der Zweitliga-Aufstieg realistisch ist? Der erste Schritt ist absolviert. Wie realistisch ist das nächste Ziel?
Es ist immer man muss sich immer realistische Ziele setzen. Natürlich schon Ziele, die ambitioniert sind, aber es muss realistisch sein. Und ich glaube, also wir haben ja im ersten Jahr, bis Corona haben wir oben mitgespielt. Da hat ja auch keiner damit gerechnet. Und auch im zweiten Jahr hatten wir Spiele, die waren sensationell. Da hatten wir natürlich immer so ein bisschen Berg- und Talfahrt. Ja, haben wir mal gut und dann wieder schlecht und dann wieder gut performt und sowas. Und ich glaube, wenn wir eine Konstanz reinkriegen, dann sind wir, inzwischen sind wir ein Verein in der dritten Liga, der geschätzt und respektiert wird von den anderen Vereinen. Und warum sollen wir es nicht schaffen, in die zweite Bundesliga aufzusteigen? Das finde ich das Schöne eigentlich an der ganzen Aktion. Auch so die Fragen komplett so ungefiltert und so hauen wir sie auch raus. Wann ja, meine Antworten sind auch teilweise ungefiltert. Ne? Ist ja perfekt. Wann kriegen wir einen Trainer, der die Mannschaft weiterbringt? Die Spieler haben viel Potenzial, entwickeln sich aber nicht. Auch ist kein Spielsystem zu erkennen. Ist echt ungefiltert. Ja, weiß ich nicht. Also jeder Trainer hat seine Stärken und Schwächen und Patrick hat seine Stärken und Schwächen. Aber ich glaube, dass wir jetzt auch gegen Würzburg, wenn wir das mal irgendwie als Basis nehmen, trotzdem unentschieden am Ende gut performt haben. Und Frankfurt haben wir ewig drüber diskutiert. Ich glaube, das ist auch sehr gut taktisch aufgegangen. Ich glaube, das war eine taktische, gute Leistung. Ja. Und Patrick wird auch, entwickelt die Spieler auch weiter. Also das kann man jetzt, glaube ich, auch, also für diese Saison jetzt noch nicht so bewerten nach den drei Spielen. Sag du mal, was du dazu sagst. Als Stadionschwätzer bist du immer sehr nah dran. Ich stelle die Fragen und du die Antworten. Okay. Also ich bin eigentlich nur das Sprachrohr von den Eingesendeten. Ich glaube nicht, dass irgendjemand meine Meinung dann groß interessiert. Ja. Ich könnte mich auch zurückziehen und könnte sagen, im Sportlichen habe ich wenig zu tun und das ist Jochen Kienz, muss das beurteilen und so weiter. Aber ich unterhalte mich ja auch regelmäßig mit Patrick und er ist ein feiner Kerl so und er macht einen guten Job. Und auch wenn es sportlich nicht immer rund lief jetzt letztes Jahr und jetzt der Start auch noch nicht so war, wie wir uns denn vorgestellt haben, glaube ich schon, dass er ein Trainer auch ist, der eine erfolgreiche Zeit noch vor sich hat, ob das beim Waldhof ist oder woanders. Sei dahingestellt, aber er ist unbestritten einfach auch ein guter Trainer, ein guter Analytiker und der macht das von der Taktik her auch schon ordentlich. Hat auch ein gutes Team um sich rum, also muss man auch sagen, das sind wir auch deutlich professioneller aufgestellt inzwischen wie noch vor ein paar Jahren. Wir haben einen Athletiktrainer, wir haben einen Torwarttrainer, Dennis haben wir schon lange, aber haben jetzt auch einen Analyst, sind jetzt auch dran mit dem Scout noch im Gespräch und so weiter. Also das Team um das Team ist schon auch inzwischen stark. Du hast eben kurz die Person angesprochen. Jochen Kienz hat es bisher nicht geschafft, den Kader für die Vorbereitung zusammenzukriegen. Spieler kommen während der laufenden Saison oder sind noch verletzt, wenn sie verpflichtet werden. Ist dies die Philosophie für das Ziel zweite Liga? Ja, genau, das ist die Philosophie. Also wir wollen so spät wie möglich gute Spieler verpflichten, um dann voll durchzustarten. Nein. Ich spüre gerade so ein bisschen Sarkasmus, aber... Das war ja auch ironisch, die Frage, oder? Stand nicht mit dabei, ob die ironisch war. Ja, das Smiley fehlt. Aber ich glaube, die wurde vielleicht früh eingereicht, dass vielleicht die letzten Verpflichtungen... Meinst du, ohne die letzte Verpflichtung? Ja, kann ich mir vorstellen. Mea culpa, aber... Also diese Diskussion gibt es ja jedes Jahr. Also jedes Jahr kriege ich Fragen gestellt, ja, wann kommt der neue Spieler und wie könnt ihr den Spieler gehen lassen und wie könnt ihr den Spieler... Und jedes Jahr erzähle ich, Entschuldigung, also wir haben einen, weiß ich nicht, Daniel Di Gregorio, nee, einen Förster, einen Daniel Di Gregorio, dann haben wir plötzlich einen Kern, der sensationell performt. Dann geht ein Kern zu Bayern. Hey, freut euch doch, dass wir Spieler haben, die zu Bayern München, auch wenn es die zweite Mannschaft am Ende war, aber die zu Bayern München gehen und Bayern München bezahlt uns dafür noch Geld. So, wo ist das Problem? So, wer kommt dann an? Max Christiansen. Jetzt geht ein Max Christiansen geht in die zweite Liga. So, ein Schuster geht in die erste Liga. Das ist doch sensationell. Also wann hatte der Waldhof denn Spieler, die direkt in die erste Bundesliga gegangen sind von uns? Das ist so lange her. Also freut euch doch drüber, über die Zeit, die ihr mit den Spielern hier die gut performen, verbringen könnt. Und wenn die dann gehen, ich bin dann immer der, das war bei Marcel auch so, als wir in der Regionalliga da vor Meppen und dann gesprochen haben, bleibst du nochmal oder geht er dann nach Sandhausen? So. Ich sag so, Marcel, geh nach Sandhausen und wenn es nicht funktioniert, kommst du wieder zum Waldhof, wir sind Freunde und wir werden alle eine schöne Zeit noch haben. Und so war es, so ist es gekommen.
Und Jochen hat jedes Jahr am Ende des Tages geliefert. Das hat vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler mal ein, zwei Wochen länger gedauert. Aber jetzt haben wir einen Höger verpflichtet, mit dem keiner gerechnet hat. Ich habe jetzt, seit Höger da ist, höre ich nichts mehr von einem Christiansen oder so. Also kommt zu mir zumindest nicht. Oder ein Ferrati ging, jetzt kommt ein Schnatterer. Also das ist doch schon so, dass Jochen dann auch liefert. Und es ist aber auch so, dass ein Spieler normalerweise eben nicht am 1.7. bei uns, der die Qualität halt hat, eigentlich zweite Bundesliga noch spielen zu können. Das ist ja unbestritten beim Höger, und Schnatterer hätte wahrscheinlich auch noch zweite Liga spielen können. Dass die am 1.7. den Arbeitsvertrag nicht unterschreiben, weil sie natürlich den Markt noch auslosen wollten und gucken, was passiert da, das ist doch ganz normal. Und dieses Jahr ist es sogar noch ein bisschen extremer, mit Corona auch ein bisschen bedingt, glaube ich, dass der Markt sehr, sehr wild ist. Es passiert ja allgemein relativ wenig. Und durch die EM. Weil bei der EM empfehlen sich nochmal Spieler, dann gibt es dann in der ersten Bundesliga noch Wechsel, dann wechseln die aus der ersten Bundesliga, dann hinten runterfallen, wechseln dann in die zweite Liga, dann wird in der zweiten Liga aussortiert und dann fällt es eben in die dritte Liga ab. Vor zwei, drei Jahren waren wir noch in der Regionalliga, da haben wir nochmal praktisch ein Zeitfenster warten müssen, bis dann die Spieler bei uns auf den Markt kamen, bis wir den Zugriff hatten, und wie der Jochen so schön sagt, man muss eben das Zeitfenster abwarten, wo man dann zuschlagen kann. Und das hat jetzt, glaube ich, ganz gut gepasst. Wir haben verkündet, wir wollen die zweite Bundesliga. Wir haben einen DFB-Pokalerfolg hingelegt und dann kam jetzt eben ein Spieler wie Höger und das passt. So. Und wenn das, lieber warte ich doch zwei, drei Tage länger auf den Wunschspieler, den ich dann möchte, wie dass ich am 1.7. alle Spieler unter Vertrag habe und mit 30 Spielern dann in die Vorbereitung starte. Finde ich auch eine ganz gute Frage, weil wir hatten das früher, und ich habe immer vorher gehofft, dass Mannschaften kommen, die man auch aussprechen kann. Wann haben wir mal wieder zur Saisoneröffnung ein Freundschaftsspiel gegen einen europäischen Spitzenklub? Vor Jahren war es einmal sogar gegen den FC Barcelona. Ich war auch mal in Gesprächen wegen einer großen internationalen Nummer, und es gab auch schon Ideen, dann einen türkischen Verein mal herzuholen nach Mannheim und so. Hat bislang nicht funktioniert. Also die kommen natürlich auch nicht für Ume heutzutage. Und es muss eine Kombination, also muss man schauen. Es gibt dann immer mal wieder größere Vereine, die dann eben die Möglichkeit haben, weil sie irgendwo im Trainingslager in der Nähe sind, mal zu kommen. Aber es hat bislang noch nicht geklappt einfach. Also natürlich, FC Barcelona hat sich eingeladen, PSG hat sich eingeladen, aber die machen natürlich ihre sportliche Planung auch so, dass es für die passt. Und nur weil mir jetzt rufen, kommt mal für ein Benefizspiel vorbei, packen die nicht die Koffer. Ich sag mal, wir hatten es ja ein paar Mal und wahrscheinlich jetzt auch dann die Möglichkeit vielleicht für die nächste Saison mit Santat. Ja, wir hatten Fenerbahce Istanbul schon im Stadion, ja, wo natürlich dann auch der Firma Santat so ein bisschen in die Karten gespielt hat, beziehungsweise die vielleicht auch ihre Kontakte damit eingebracht haben. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten sogar mal die Sansibar, hatten wir mal am Alsenweg. Da war dann Olli Pocher so ein Spaßtrainer, ja, wo das dann übernommen hat. Aber ich sag gerade mal so Highlights wie Barcelona und ich glaube, Andreas Musik wird sich da auch noch richtig dran erinnern, ja, dass man da also schon einige Spieler hat. Der übrigens hinter der Kamera steht und immer einen sehr, sehr guten Job macht. Ja, also unseren Stadion-Techniker, sage ich mal so ein bisschen, wo wirklich, also alles, wenn irgendwas ist, ja, die Fans kriegen das auch mit, die Anzeigetafel wackelt und dann wirklich Hut ab, wenn dann jemand da bei 30 Meter Höhe auf einem hinten Bein rüttelt, meinst du? Hinten den Stecker wieder reinsteckt, ja, weil irgendeine Taufe ihn rausgezogen hat. Nein, muss ich sagen, wirklich Andreas Musik, nach wie vor, auch von meiner Seite vielen Dank, weil sonst hätte ich nie ein Mikrofon, er würde mich nie mehr hören. Obwohl böse Zungen behaupten, der Start und Spitzer brauche ich kein Mikrofon, aber alles gut. Tja, sportlich, was sind die Ziele der Mannschaft für die nächsten Jahre? Waren wir jetzt schon ein paar Mal. Zweite Bundesliga. Ja. Was denken Sie über den Niklas Sommer-Hype in den Kommentaren den SVW-Kanälen? Ja, ist schön für ihn, dass er auf anderer Ebene auch Berühmtheit hat, und freut uns natürlich. Ist doch gut. Also jede Aufmerksamkeit, positive Aufmerksamkeit für den SV Waldhof Mannheim kann doch auch, gibt es wahrscheinlich dann Fans, die sagen, oh, jetzt kommen hier die Sommerfans und sowas, aber ist doch klasse.
Nehmt die Jungs, die wegen Sommer im Stadion sind, nehmt die an die Hand und zeigt denen, was der Waldhof ist, und dann bleiben sie vielleicht auch, wenn Niklas irgendwann nicht mehr beim Waldhof spielen sollte. Dann ist noch eine Personalie im Gespräch bei der nächsten Frage. Für welche Position können Sie sich Hanno Balic beim SV Waldhof vorstellen? Ich glaube, es gab einen Moment in den letzten 5 Jahren, da wäre das sinnvoll und gut gewesen. Und ich war damals, als ich gekommen bin, auch mit ihm im Austausch. Er hatte auch mit, soweit ich eben weiß, damals war ich noch nicht da, mit Bernd Beetz Gespräche, wo aber dann seine Entscheidung war, na, das möchte jetzt nicht. Also ich hätte ihn damals, das kann man jetzt sagen, das war damals noch unter Gerd Deiss und wir hatten keine so richtige sportliche Leitung, und dann habe ich die Verhandlungen immer mit den Spielern und Beratern und so weiter geführt. Und ich hatte es in Rostock schon so gemacht, dass ich einen Sportbeirat sozusagen gegründet hatte. Ich habe die komplette Fußballkompetenzen Juri Schlünz versucht, damit reinzuholen, und Roland Groß, der Vater von Toni Groß, und versucht, da mit reinzuholen. Das ist natürlich dann immer die Frage, akzeptiert das der Cheftrainer und so. Aber das war damals meine Idee, ihn in ein sportliches Gremium mit reinzunehmen. Auch mit dem Micha Fink dann, der Grittmüller war damals noch dabei. Und so, und da hätte ich, das wäre klasse, glaube ich, gewesen damals, wenn wir ein Team, alle gemeinsam für den Erfolg des SV Waldhof Mannheim, uns da an den Tisch gesetzt hätten und darüber diskutiert hätten, welche Spieler wollen wir holen. Und wenn da jeder seinen Input gegeben hätte, dann wäre das damals, glaube ich, erfolgreich gewesen. Jetzt ist, glaube ich, der Moment nicht mehr da. Und man weiß nie, was kommt, aber jetzt aktuell, wir sind, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Also wir haben den Jochen, der macht einen guten Job und gibt Vollgas, und dementsprechend, ich glaube auch nicht, dass er sich jetzt irgendwo in ein Büro setzen würde, der Hanno, um jetzt irgendwelche Excel-Tabellen zu führen. Okay, somit haben wir das Sportliche abgeschlossen. Jetzt haben wir noch zwei Punkte, einmal so ein bisschen was Sponsoring betrifft. Was ist aus dem Sponsoring der NOEO GmbH geworden? Dieses Unternehmen wurde am ersten Spieltag als neuer Businesspartner präsentiert, taucht aber seitdem nicht mehr in den entsprechenden Listen auf. Naja, aber Sie sind Sponsor, aber uns fehlt, glaube ich, noch das Logo. Also der Chef ist sehr, sehr viel unterwegs und hat noch nicht die Zeit gefunden, uns das Logo zu übermitteln, aber die sind natürlich Sponsoren, haben einen Vertrag unterschrieben, und da freuen wir uns auch, dass wir da einen großen Partner auch gewinnen konnten wieder. Gut, dann haben wir noch eine Frage zum Sponsoring. Warum konnte es nicht gelingen, einstige Sponsoren wie InSoftware oder auch SMP für ein kleineres Paket zu begeistern und als Partner zu halten? Bei anderen Vereinen kommt es öfter vor, dass sie Sponsoren aus der ersten Reihe zurückziehen, aber weiterhin an Bord bleiben. Ja, kommt ja bei uns auch vor. Also das ist jetzt ein Beispiel, aber es kommt ja bei uns auch vor, dass Sponsoren, die eben dann nicht mehr die Möglichkeiten haben, im Sponsoring in der Form mitzuziehen, dass die dann ein bisschen reduzieren. Also wir hatten jetzt während Corona natürlich schon auch einen deutlichen Schwund an einerseits komplett Ausstiege dann bei den Sponsoren, andererseits aber auch Reduzierungen, und das ist wirklich ein schweres Feld, was da gerade beackert wird, dieses Sponsoring, weil es ist ja klar, wenn es im Unternehmen während Corona nicht so gut geht und Mitarbeiter in Kurzarbeit müssen oder vielleicht sogar entlassen werden, dass dann wenig Verständnis dafür da ist, wenn man dann sein Sponsoring erweitert oder hält, ja, teilweise. Und da habe ich für jedes Unternehmen, das da die Entscheidung treffen muss, also der Geschäftsführer, der das dann entscheidet, das fällt ihnen ja auch nicht leicht, und da habe ich natürlich auch immer Verständnis, und da fange ich auch nicht an zu zerren und zu bitteln und zu betteln, sondern dann ist es in dem Moment halt so, und dann hoffen wir, dass die Sponsoren, sobald es dann eben wieder möglich ist, dann auch wieder zurückfinden. Es gibt natürlich auch Sponsoren, die entscheiden sich aufgrund einer anderen Marketingausrichtung dann eben jetzt nichts mehr im Sportsponsoring zu machen, oder dann gibt es Sponsoren, die investieren das Geld dann halt bei einem anderen Verein, der vielleicht in eine andere Liga aufgestiegen ist oder wie auch immer, und müssen da mehr Geld investieren und ziehen es dann woanders ab. Das ist ein jährliches Hin und Her. Ich bin sehr, sehr glücklich mit unserem Sponsoring-Setup, was wir haben, und unsere Sponsoren sind welche von dem ersten Moment dabei. Also, du hast gesagt, Grimminger, die Eichbaum, und dann gibt es eben auch immer wieder neue, die dazukommen und die da euphorisiert werden vom Waldhof. Und es gibt welche, die geben mehr Geld, dann gibt es wieder welche, die reduzieren. Das ist ganz normal. Also das hat jetzt keinen. Das hat immer individuelle Gründe, aber das hat jetzt nicht irgendwie einen negativen organisatorischen Grund beim Waldhof, das glaube ich jetzt nicht.
Wobei ich da vielleicht dazu sagen kann, bei der Frage, gerade bei der Firma SMP, unser Geschäftsführer, Geschäftsführer so, von Schneider Neureiter, ja. Der dann leider verstorben ist und dann der ja auch wirklich bei jedem Heimspiel da mitgefiebert hat und mit dabei war. Ja. Aber ich glaube, SMP stellt sich im Moment gerade so ein bisschen neu auf. Also das Sponsoring von SMP war ja Andreas, der da einfach mit uns auch befreundet war. Und gut, Markus, eigentlich war es das schon an den Fragen, aber wäre ja kein Stadionschwätzer, wenn ich nicht vielleicht so ein paar Sachen dir noch stellen würde, was dann die Fans auch noch so interessiert, aber... Es kam gar keine Frage über die kalte Bratwurst oder so. Ich glaube, die Frage über die... Ich wollte die Frage über die kalte Bratwurst. Gibt es keine kalte Bratwürste beim Waldhof mehr? Was ist das? Das ist nicht mehr mein Verein. Ne? weil ich wollte dir dann eigentlich hier ein Geschenk überreichen. Du bist ja echt ein Chefkoch, wie man jetzt gerade aktuell live immer schön in der Küchenschlacht sieht. Ja, als Müller. Und da wollte ich dir ein kleines Geschenk überreichen, falls wir noch kalte Bratwürste hätten. Okay. Hättest du die dann anziehen können und die Bratwürste im Stadion grillen können? Eine Grillschütze. Grillschütze. Stadt, mein Verein. Ich habe auch ganz viele... Du hast ja gesagt, du grillst sehr gerne. Ja. Vegetarisch ist nicht so deins, ne? Nee. Aber trotzdem Tagessieger mit vegetarisch geworden? Obwohl oder Tagessieger geworden ist. Mit vegetarisch oder was ist der Zweite? Nee, Tagessieger, ja. Aber ja, nochmal, ich würde dich, also erstmal vielen Dank, das Foto kommt, ich würde es anziehen. Ich habe auch ganz viele Anfragen jetzt bekommen während der Küchenschlacht, ob ich nicht das Catering übernehmen würde beim Waldhof. Das glaube ich, ja. Aber Dekan macht einen sehr, sehr guten Job. Alles gut, vielleicht mache ich mal eine Aktion, da lassen wir uns vielleicht mal was einfallen, dass man dann sagt, Stadion Spitzer kocht für die Ost oder so, da mal irgendwie mal, können wir vielleicht mal was machen. Ich habe auch gesehen, du bist mit Johann Lafer so ein bisschen bekannt und so. Ja. Der hat doch auch immer so Grillveranstaltungen gemacht. Sowas der wartet ja auch jedes Mal drauf, dass er eingeladen wird im Karl-Benz-Stadion. Ja, Herr Lafer, also, Sie sind herzlich eingeladen ins Karl-Benz-Stadion. Nilsen Müller und mit Johann Lafer zusammen. Ja, Nilsen hast du ja schon eingeladen. Ja, lade ich jetzt dann Johann Lafer ein und dann können sie alle kommen und dann machen wir ein großes Grillfest. Gut, also wie gesagt, normalerweise werden die Fragen rum, aber ich habe noch so 7 Fragen, also Waldhof 07 an dich. Die du aber nur mit Ja oder Nein beantworten darfst. Ja, so ganz kurze. Starten wir. Bist du bereit? Ist schwer für dich, gell? Weil du ziehst immer so die Kreise eigentlich bei den Fragen, aber jetzt also wirklich nur mit Ja oder Nein. Spielt der SV Waldhof 2030 in der ersten Bundesliga? Das dauert zu lange. Also ich sag mal, bei den Fragen ist es ja wirklich so, ja, ich stelle eine Frage und dann kommt die Antwort. Ich weiß, ne? Nochmal, sollen wir nochmal starten? Vielleicht können wir das schneiden dann, ich weiß nicht. Also, 2030. Spielt der SV Waldhof 2030 in der ersten Bundesliga? Ja. Bist du angespannt vor Spielen? Nein. Bekommst du jedes Mal noch Gänsehaut beim Ertönen der Hymne? Ja. Ist der Waldhof Mannheim die größte sportliche Herausforderung deiner Karriere? Ja. Spielt der SV Waldhof Mannheim in 10 Jahren noch im Karl-Benz-Stadion? Nein. Schaust du in deiner Freizeit auf Fußball trotz täglicher Berührung mit dem Sport? Nochmal? Entschuldigung. Das ist auch eine gute Taktik. Schaust du in deiner Freizeit auch Fußball trotz täglicher Berührung mit dem Sport? Nein. Beendet der SV Waldhof in der Tabelle über Kaiserslautern die aktuelle Spielsaison? Ja. Und das war's. Sehr cool. Ich darf mich bei dir bedanken. Ja, vielen Dank. Ich sag Dankeschön, dass du das... Also ich habe ja im Endeffekt nur als Sprachrohr so für die Fans. Mich würde es sehr freuen, es muss ja nicht immer ich als Stadionschwätzer sein, aber vielleicht hat man die Möglichkeit, es so in Abständen mal so zu wiederholen, ja. Weil... man steht, glaube ich, schon in der Schusslinie, gerade als Geschäftsführer dann. Und ich fand, das hat so ein paar Einblicke mal so auch in die Hintergründe gebracht. Und warum es gibt immer Hintergründe. Aber wir haben es in der Vergangenheit eigentlich immer so gemacht. Also ich habe am Anfang mit Pro Waldhof viel gesprochen. Dann habe ich nach Meppen, habe ich alle Fanclubs angeschrieben. Das war ja auch der eine Fanclub, wo dann nach Meppen dann sich mit mir zusammengesetzt hat. Das waren, glaube ich, 50 Fanclubs, die genannt wurden. Die habe ich alle kontaktiert. Und dann waren es 10 Termine, wo ich da hatte. Das wurde nicht so wahrgenommen damals.
Dann haben wir schon mal über das Waldhof-Forum, auch liebe Grüße an die Jungs im Waldhof-Forum, haben wir schon mal über 40 Fragen, habe ich dann im Urlaub die Fragen irgendwie beantwortet. Und zuletzt haben wir Skype-Interviews gemacht während Corona, wo ich dann Einzelgespräche mit Fans geführt habe. Also das ist mir schon wichtig. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Format, also das können wir gerne beibehalten und würde mich natürlich freuen, wenn du dich bereit erklärst, das regelmäßig dann vielleicht dann auch alle 3-4 Monate mal zu machen oder dann eben ja, themenabhängig. Themenunabhängig, ja, oder dass man auch sagt, ich fand es ganz gut, dass wirklich mal so alles querbeet kam. Ja, und ich echt ungefiltert, also das waren Fragen. Ich habe die Fragen bekommen und so, ich habe sie nur ausgedruckt, zusammengesetzt und habe dann halt, durch den Yannick, ja, der hat mir die vorhin gegeben. Und aber es waren alle Fragen, ne? Ungefiltert. Ja. Yannick, ist er, wir haben glaube ich noch eine Frage, aber vielleicht zeigst du mir die mal auf dem Handy, was dann mehr so an mich war. Die fand ich eigentlich noch ganz interessant. Dann lese ich die jetzt wirklich mal so direkt, weil die kamen nämlich gerade so 2 Minuten, bevor wir gestartet sind. Ja. Fand ich super interessant. Ich guck mal, mit Brille wäre das nicht passiert. So Torjubel. Mir geht ja förmlich einer ab, wenn unser Stadionschwätzer in seiner unwiderstehlichen Art die Tore unserer Buwe gerade bei engen Kisten, überfälligen Ausgleichstreffern oder dominierenden Spielen zum Besten gibt. An dieser Stelle wäre der Stadionschwätzer. Danke für diesen Ohrenschmaus und das Gänsehautfeeling. Aber jetzt an euch beide. Können, wollen wir bei der Durchsage nicht das gelegentlich sich anschließende aus x-beliebigen Stadion bekannte Wechselspiel vom Stadionschwätzer und Publikum mit Danke, Bitte sein lassen? Mir wäre es ja am liebsten, wenn hier auch etwas Waldhof-typischer Lokalcouleur reingebracht wird. Zum Beispiel durch angepasste Wechselspiele wie bei Führungen Monnem vorne oder bei Anschlusstreffern Auf geht's Buwe, kämpfen und siegen. Was haltet ihr davon? Gegebenenfalls könnte hier eine Umfrage oder ähnliche Mitmachtaktion gestartet werden, welche Wechseldurchsagen passend wäre. Die Frage musst du echt beantworten, weil da mische ich mich nicht ein. Dankeschön, Yannick. Das ist dein Thema. Ich sage, wir haben schon so viele Aufrufe gemacht. Ja, und ich finde es ja immer klasse, weil ich sag mal, ich bin ja für konstruktive Kritik immer sehr offen, aber auch immer für neue Ideen. Und ich sage jedes Mal, ist es für mich nach dem Torjubel oder nach dieser Toransage, ich stehe da oben und Platz natürlich auch, ja, weil da unten ist gerade ein Tor gefallen für uns. Und der Andreas kriegt das immer mit, ja, er sagt immer, zum Glück sind die Scheiben da oben noch drin. Aber es ist wirklich so, dass immer dann dieses Danke, Bitte, wo ich dann auch sage, es wäre schon der Knaller, wenn man da irgendwas anderes, auf den Waldhof bezogen, macht mir doch den Gefallen, ja, macht über die E-Mail-Adresse von Markus, bombardiert ihn zu mit irgendwelchen Vorschlägen, dass man wirklich nur ein Wort, ja, oder 2 Wörter und es wird dann bestätigt, weil ich finde es halt auch, genauso wie es geschrieben wurde, dieses Danke, Bitte ist einfach in so vielen Stadien und vielleicht kann man da was anderes machen, durch die Emotion raus, muss ich mich vielleicht manchmal dran gewöhnen, aber das ist so, ja, ich würde es auch toll finden, definitiv. Also Yannick schreibt schon mit, der nimmt das mit, richtig? Ja. Danke. Ahoi. Genau, danke, ahoi, dann sind wir ganz raus. Ja. Nein, aber wirklich, wäre glaube ich eine super Idee. Ja? Ja. Nehmen wir so fest. Also Markus, dir vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, ja. Jetzt gehen wir zum Grimminger, trinken einen Kaffee. Das machen wir jetzt echt. Und dann fahren wir zum Dimi und essen einen Kochkäseschnitzel. Also vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal und weiterhin viel Erfolg. Tschüss.